Was geht ab, Jungs? Grüß dich, servus. Mahlzeit. Aber ernsthaft, was geht ab? Was war bei euch die Woche los? Kevin habe ich ja seit 3 Wochen nicht gesehen, Chris seit Diätstart nicht mehr. Ja. Da gucken wir nachher mal über deine Form, habe ich gehört. Ja, ich habe die Bilder geschickt heute Morgen. Ne? Sind drüber auf dem PC. Chris will mal, dass wir mal seine Physik raten. Okay. Ja, was, warum ziehst du nicht einfach jetzt gleich aus? Nein, das machen wir, wenn dann, mit den Bildern. Das ist noch bearbeitete Bilder, Alter. Leute müssen schon ein bisschen dranbleiben hier, ne? Ja, ja. Bilder sind noch bearbeitet. Genau. Nee, nee. Null. Ja, Jungs, was geht bei euch? Erzählt mal, bringt mich auf den neuesten Stand. Ich schwör's dir, ich habe komplett vergessen, was die ganze Woche passiert ist. Ich wirklich, ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Es geht einem so vorbei und dann ist wieder Dienstag und so, okay, was habe ich gemacht? Keine Ahnung. Wirklich. Okay, Ingo ist durch. Kevin? Ja. Was haben wir gemacht? Ja, ich habe jetzt meine 2 Arschlochwochen hinter mir quasi. Also das sind immer die Wochen, wo ich auch keine Zeit für Podcast habe, mit Nachtschicht und Spätschicht. Ja. Ja, jetzt bin ich gerade wieder Frühschicht und ja, Training läuft sehr geil, geht richtig voran. Ich habe gesehen, du hast den Blutzucker wieder im Griff. Ja, also es läuft echt gut. Also wir sind jetzt auch nicht super hoch. Wir sind jetzt bei 450 Gramm Kohlenhydrate, glaube ich. Auch wieder so ein bisschen Intracarbs mit rein. Und ja, aber das scheint alles relativ stabil zu sein jetzt. Also wir haben auch ein bisschen die Lebensmittelauswahl geändert. Erzähl mal. Also wir machen ja mit Süßkartoffeln so ein bisschen und Haferflocken und viel Ballaststoffe nehmen. Und das scheint wirklich richtig gut zu wirken. Dann halt noch in Kombination mit GDA und mit Formin. Also, ja, kann ich klagen. Geil. Also es scheint auch so zu sein, wirklich, also Manuel und ich sind auch so auf dem Trichter, dass, obwohl ich so einen hohen Umsatz habe, dass mein Körper irgendwie an so einen Punkt kommt, wo dann mehr Essen eigentlich weniger bewirkt. Also ich esse zwar dann mehr Kalorien, aber irgendwie kann mein Körper die nicht verarbeiten. Und ich fühle mich dadurch dann schlechter, habe weniger Leistung und der Appetit nimmt auch immer mehr ab. Und ja, und dann ist wahrscheinlich dann auch dadurch so ein bisschen dieses Blutzuckerproblem rausgekommen. Und wir sind jetzt so ein bisschen so auf dem Pfad, dass wir sagen, ich muss gar nicht so viel essen, sondern, also ja, was heißt nicht so viel, also so 5000 Kalorien werden es schon werden, denke ich. Aber ja, für das Bewegungspensum ist es eigentlich nicht viel, aber ich wachse gerade sehr gut, obwohl ich relativ wenig esse. Und ja, wir sind jetzt natürlich auch mit den Supersubs dann wieder ein bisschen höher seit gestern. Ja. Ja, krass. Mal gucken, was das ist, was diese so hält. Langzeitblutzucker habt ihr noch nicht wieder gemessen, oder? Nee, das werde ich jetzt auch noch mal in Angriff nehmen. Ja. Aber ich überwache ihn ja relativ genau, sage ich jetzt mal, oder häufig mäßig. Und der ist eigentlich immer relativ, also wirklich sehr, sehr gut eigentlich. Also ich meine, jetzt ein 83er Blutzucker morgens ist jetzt wirklich nicht schlecht. Und ich, ja, es ist auch nicht so, dass ich dann 8 oder 9 Stunden schlafe, sondern ist dann wirklich nach 6 Stunden ist er dann wirklich auch dann wirklich nüchtern. Mhm. Cool. Dann wird die Diät aber schön härter für dich, wenn du dann jetzt schon mal 5000 Kalorien gut wächst, ne? Glaube ich nicht. Nee? Also ich dieses Fenster scheint bei mir relativ klein zu sein, dass man sagt, ich bin dann im Defizit und nehme dann relativ schnell ab. Ich meine, meine Form ist ja auch so gut wie noch nie in der Offseason eigentlich. Also, ja, die ist gut angezogen, ne? Bitte? Die ist gut angezogen jetzt die letzte Zeit. Ja, ja, klar, weil wir natürlich weniger Kalorien gegessen haben, aber ich habe trotzdem kaum, also so an Masse kaum Einbußen gehabt. Oder ich habe eher Zuwächse gehabt, komischerweise. Das ist ja das, was uns so, oder was mich so überrascht. Ja. Also ich habe natürlich meine 6, 7 Mahlzeiten, ja, also Trainingstage sind 7 und ja, aber halt ein bisschen kleiner halt nur, ne? Und die letzte Mahlzeit dann zum Beispiel ohne Kohlenhydrate, also ohne extra Kohlenhydrate, da esse ich dann 500 Gramm Skier mit ein paar Beeren und ein bisschen Nüssen und ja, so läuft. Mega schön, cool, ja. Freut mich. Vielleicht bevor wir gleich dann zu Chris und Chris Diät und noch der Chris Diät Progress kommen, ganz kurz Dommer erstmal, hallo. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Na? Na, was ist bei dir die Woche gegangen? Oh, ja, mega viel zu tun, deswegen bin ich auch gerade ein bisschen später. Ich muss den letzten Kunden noch verarbeiten. Ansonsten
viel zu tun, läuft, macht Bock, Offseason läuft, Essen geht halbwegs gut rein. Ja. Das ist immer so witzig, Bodybuilder zu fragen, was für die Woche gegangen ist, weil im Prinzip jede Woche gleich ist, ne? Ja. Toll, ne? Richtig langweilig eigentlich. Ja, ist auch okay, echt. Dann können wir den Podcast auch gleich beenden. Also Chris, kommen wir zu dir. Ja, bei mir ist bei dir? Auch, wie geht die Diät? Gut. Also so die, ihr kennt das ja alle, das ist ja das Gute, so die ersten Wochen, der Körper braucht ein bisschen, bis er anläuft. So ab Woche 4 oder so ist was bei mir meistens der Fall. Da hast du dann so täglich dieses Bam, Bam, Bam. So du stehst morgens auf, ne? Guckst im Spiegel, denkst, okay, wieder was passiert. Nächsten Tag wieder. Das ist seit Mitte letzter Woche quasi so der Fall. Da hatten wir aber auch Super Subs ein bisschen geändert. Wir sind erst relativ human rein und haben nach 4 Wochen dann jetzt ein bisschen angezogen. Hast du direkt gemerkt. Gewicht steht jetzt seit 2,5 Wochen. Form wird besser. Und ich schätze mal, das Gewicht wird auch noch stehen bis 4 Wochen out oder so. Gehe ich mal von aus. Wie lange hast du noch bis zum Wettkampf? England? Bis London habe ich noch knapp 10. Oh. Bis, also 9 Wochen, 5 Tage oder 4 Tage. Bis zum Regional, muss ich ja machen, habe ich 6 Wochen und 5 Tage. Also knapp 7. Welchen Regional machst du? In München. Kannst zugucken. Komm. Ah, den Atombody, ja. Ja gut, München ist gut. 4 Stunden, ne? Ach so, okay, scheiße. Ja, das ist halt ein bisschen. Mal schauen, ob ich dort bin. Ich weiß noch nicht. Also ich habe überlegt, eventuell auch, NRW ist, glaube ich, eine Woche davor. Ist, glaube ich, 1.4. oder so, irgendwie sowas. Muss ich aber gucken, ob ich Bock darauf habe. So eine Woche davor und dann. Ich weiß, am 2.4. ist der Olymp Cup, oder wie heißt der, dieser Cup, wo auf jeden Fall Olymp der Sponsor ist, da bin ich auf jeden Fall. 2.4. Ja, komm da vorbei. Ich habe Bock, dich zu sehen. Ja, mal gucken. Ich wollte eigentlich schön entspannt, so am 18., weißt du? Ja, okay. Weil da eh nicht so jetzt der Fokus drauf liegt. Da, ne, hinstellen und fertig. Ja. Und dann die letzten 3 Wochen schön chillig nur konzentrieren. Aber es ist schon geil, bei so einem Regional einen Gesamtsieg mitzunehmen. Das ist doch, dann kommst du auf jeden Fall mit Rückenwind. Wenn du jetzt da Zweiter oder Dritter wirst, merkst du auch so, Alter, was war das jetzt, ne? Also das wäre ja, schon. Ja, das stimmt. Ja, klar. Aber du wirst dich ja dann nicht mit 100% hinstellen, so wahrscheinlich so 70%, oder? 80%. Ich schätze 80-85. Wie viele Wochen out ist der Regional? Zu einem echten Wettkampf? 3. Ja. Habe ich mal eine interessante Frage, die mir dazu gerade passen würde. Seid ihr der Meinung, dass man wirklich in der 100% Topform jetzt zum Beispiel jede Woche oder alle 2 Wochen hintereinander bringen kann, so 4-5 Mal? Wie seht ihr das? Mega schwer. Also irgendwann sagt der Körper, ist das so ein kleines Feintuning, es geht so schnell irgendwas schief. Ja. Ich glaube, da macht der Körper nicht mit, denke ich. Musst du schon ganz viel Glück haben und ich glaube nicht. Ich glaube auch. Immer der Erste, der Beste. Echt? Immer. Seitdem ich Wettkampf-Bodybuilding mache. Irgendwie ja, ne? Das ist, kommt mir auch immer so vor. Obwohl man sich dann immer einredet, ja, man ist nochmal besser geworden und alles, aber irgendwie. Im Nachhinein gucke ich mir Fotos an, da bin ich am Reifen, die Härte passt perfekt. Immer der Beste gewesen. Das denke ich auch immer, ja. Irgendwie. Ich glaube, das liegt daran. Also das ist schwer. Das liegt erstmal daran, wie hart war die Diät? Wie ausgelaugt bist du? Wenn du jetzt schon in den ersten Wettkampf reingehst und schon am Exitus bist, ne, dann werden die nächsten natürlich nicht unbedingt besser. Und wie gut kennt halt dein Coach dich im Endeffekt, ne, um dich immer wieder zu pieken, auch bei anderen Gegebenheiten. Das sind halt voll viele Faktoren, die das sehr, sehr schwer machen. Ja. Also bei meinen Athleten kann ich es irgendwie fast beeinflussen. Da kriege ich es hin, dass die, sage ich mal, weiß ich nicht, wenn wir timen jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt auch auf dem, was ist es, 20. April, die NRW, wo du hin willst? Nee, also am 2. Anfang April war irgendeiner auf jeden Fall. 8.4. ist Dennis Wolf. Ah, ja, genau, da bin ich. Ja, da bin ich in England, da ist England-Wettkampf. Ah, okay. Also wenn ich jetzt auf den time und ich will 3 Wochen später besser aussehen, dann kriege ich das hin. Aber auch dieses Jahr wieder ich fand, der NRW-Wettkampf war meine beste Form und danach ist es immer schlechter gewesen wieder. Da sahst du gut aus, auf jeden Fall. Safe. Ja. Also Spanien war auch okay, aber halt für mich, keine Ahnung. Oder es sind die Fotos dann anders, aber ich habe mich am besten gefühlt und sah auf den Fotos am besten aus, auf einem NRW.
Und das war wieder mein erster. Keine Ahnung warum. Wir haben mich danach noch härter gemacht. Also ich war danach härter, aber dieser Look, also es ist ja nicht alles so. Härte reicht, also es reicht ja nicht einfach nur hart zu sein. Ja, ich habe es nicht wieder hingekriegt. Ja, die Fotos, die du mir geschickt hast, sind jetzt von wann? Gestern, vorgestern? Heute? Gestern Abend und heute Morgen. Also ist das sozusagen die Form 10 Weeks out von dem Wettkampf, der wirklich wichtig ist. Genau, ja. Wollen wir mal aufschauen, Leute? Ich habe die Form geschickt. Ja. So, oder dann muss ich jetzt hier Bildschirm teilen, in der Hoffnung, dass es diesmal klappt, dass Zoom das aufnimmt. Das letzte Mal so räudig. Ich habe mich halt in der Offseason vorwiegend um die Beine gekümmert, ne? Nachdem ich die wieder ordentlich trainieren konnte nach der OP. So, aber das rechte ist immer noch circa 5 cm mehr Umfang als das linke. Aha, krass. Aber kannst du das Beuger wieder 100% trainieren? 100%? Trainieren ja, aber ich kann ich vom Beinbeuger, vom Beinbizeps kann ich nur einen Part richtig ansteuern und der andere arbeitet quasi mit. Der ist aber der verkümmerte, der abgerissen war, weißt du? Okay. Und das dauert noch Jahre und das ist die Dicke, die links quasi, gerade von hinten werdet ihr das sehen, halt fehlt. Okay. Aber kommt. So, ich probiere es jetzt mal zu teilen. Okay. Moment. So, ihr müsstet das jetzt hoffentlich alle sehen. Mhm. Jo. So, das ist Chris. 10 Weeks out. Ja, der Beuger ist das gestern Abend. Ist das die abgerissene Seite oder ist es die heile Seite? Nee, das ist die heile Seite. Die konnte ich ja auch immer nur halb trainieren. Ja. Ja, aber es sieht gut aus. Also ich finde, ja, die ist gut gekommen. Die ist gut gekommen. Sieht man immer auch, wenn du da den. Wenn die Arschbeule quasi so fast auf einer Linie ist wie der Beuger, weil die ist der Beuger sogar ein bisschen weiter raus, finde ich so. Guck mal, die größte Änderung diese Offseason war, ich konnte wieder freie Übungen machen. Seit 3 Jahren oder so, weil zum Beispiel rumänisches Kreuzheben konnte ich nie wirklich machen, weil ich immer verzogen habe. Ne? Habe ich diese Offseason und mache ich diese Diät 2x die Woche. Und das war ein riesen Gamechanger, gerade bei Übergang Arsch zu Beinbeuger. Finde ich. Machen wir eine andere Pose? Das ist dieselbe Pose, nur mit Kopf. Ja. Ja, da stehst du aber den braucht man nicht. Den brauchen wir nicht, den Kopf. Ohne Kopf war besser. Ja. Ja, da habe ich mich nur nach vorne gebeugt. Okay. Ja, aber für 10 Wochen kannst du es entspannt angehen lassen, würde ich sagen. Voll, ist gut. Side Triceps. Schön voll rund noch. Ich hab keinen einzigen Fotospot, ne? Die wurden an mehreren Orten gemacht. Ich muss mir erst einen bauen seit dem Umzug, nur dass sie Bescheid wisst. Okay. Ja. Oder ich die Taille ist recht flach von der Seite. Finde ich schön. Ja. Okay. Ja, von der Seite bist du eher am besten, finde ich. Ja, wow, sieht schon gut aus, du. Ja, Mann. Also auch die Form, ne? Also ich würde sagen, wenn du es drauf anlegst, bist du in 4 Wochen fertig. Das finde ich viel stärker wie die seitliche Ansicht. Das ist ja krass. Ja. Also da ist auch, ich weiß nicht, also zu 2022 ist schon einiges gegangen wieder. Mhm. Besonders obenrum, Schultergürtel, so Armbereich, schaut schon heftig aus. Generell diese Line-Up-Pose, die war bei dir sonst nie so gut, finde ich. Also du bist oben viel breiter geworden von den Schultern her und die Beine, ja, ganz deutlich, finde ich. Guck mal, wenn ihr genau darauf achtet, dass das linke, das schwache, ist auch ein bisschen im Schatten. Ja, aber man sieht das schon. Das rechte ist dicker als das linke. Ja, sieht man. Ohne Schatten fällt es fast gar nicht auf. Der Schatten betont es jetzt noch, aber da, ne, seht ihr, was ich meine. Aber das ist schon besser. Letztes Jahr war der Unterschied krasser. Also ist schon ein bisschen besser geworden. Ich glaube aber, wenn man es nicht weiß, dann sieht man es nicht. Nee, das geht auf der Bühne. Ja, hier so ein bisschen, ne? Da fehlt der kleine Schwung da noch. Ja, genau. Mit dem Schatten jetzt finde ich es krass. Ja. Was mich richtig catcht, sind die Arme. Ich finde die Arme schon richtig geil, ja. Dick, luminös aus. Das heißt, der Trizeps, der noch runterhängt, gefällt mir gut. Brust ist auch noch schön voll. Ja, ich finde das alles so hier an der Taille noch ein bisschen schmaler oder ist das schon recht trocken? Nee, das wird. Also da hinten noch. Da kann ich noch gut was fassen. Der kann ja gut aus schon. Ne? Dann wird es richtig, richtig krasse X-Form. Mhm. Wann das? Haben wir noch eins? Ja, wir haben noch mehr. Ah, okay. Rückenansicht wäre auch nochmal geil. Ne? Hier sieht man das Bein noch wieder, ne? Was du meinst, Chris? Ja. Rücken kommt auch noch. Aber die Arme, muss ich sagen, da würde mir ein dickerer Bizeps gut gefallen, wenn ich ehrlich bin. So. Aber Rest natürlich brutal. Der Trizeps ist von einer anderen Welt, irgendwie, der ist gigantisch. Nur Bizeps würde ich sagen, da würde ich in der nächsten Offseason vielleicht drauf schauen.
Ja, da habe ich ja diese Bizeps-Sehnen, scheiße, da muss ich mal gucken, dass ich drumherum trainiere. Deswegen bin ich morgen bei Dummes Physio einmal zu Besuch auch. Ja, okay. So, gehen also wir mal. Fotografiert, ne, da wollte ich, da sieht der Bizeps. Ja, ich habe deswegen eigentlich mich extra noch einmal weiter weggestellt, weil ich muss Selbstauslöser machen, weißt du? Ah. Ja, man muss ja auch mal. Hast du was mit dem rechten Bizeps? Ist das der rechte Bizeps bei dir, der kaputt ist? Nee, ich habe beide Seiten Bizepssehne. Also entzündet halt, ne? Aber der rechte sieht halt schmal, aber höher aus, ne? Als der linke. Vielleicht ist auch die Perspektive oder Schatten, ne? Das kann sein. Alles wieder voll im Licht, der andere nicht. Ja, ja, stimmt auch. Alles Paket, ne? Heftiger. Was wiegst du gerade? Ich schwanke, also das Gewicht, was ich jetzt seit 2,5 Wochen halte, ist immer so zwischen 99 und 100. Ja. Ist mehr raus. Und deine Klasse ist? Bis 102. Also Alex hat gesagt, okay, ich werde so wahrscheinlich so auf 96 rauskommen. Mhm. Ja, 2,12. Ja. Ja, die Pose ist ein bisschen so ein bisschen deine Schwäche, finde ich. Oder? Ja, die wird erst besser, wenn die Taille weg ist. Mhm. Ich finde, da ist deine Schulter total im Verhältnis ist da noch ein bisschen unvorteilhaft. Alle anderen brutal gut, aber jetzt von denen, die wir gesehen haben, würde ich auch sagen. Ja, warte mal, wenn die Taille noch schmaler wird. Aber Beine beeindrucken mich, ne? Ja, die sind richtig gut geworden. Richtig gut geworden. Mhm. So, ach, hier haben wir nochmal. Ja, da habe ich mich weiter nach vorne gebeugt. Sieht besser aus. Ja. Ja. Hey, aber ich hasse die Pose auch. Ich weiß da auch nie, wie man, keine Ahnung. So. Ich auch. Es ist zwar eine starke Pose von mir, aber ich tue mir da mal unglaublich schwer. Witzig, mir sagen es alle, es ist eine starke Pose. Ich selber finde sie zum Kotzen bei mir. Ich mag die erst am Ende. Ohne Scheiß. Ich mag die erst am Ende. Davor sieht komplett scheiße aus. In der Offseason will ich mich gar nicht so hinstellen. Ja. Ja. So, sind wir jetzt beim Rücken? Nee, noch nicht. Oh, Bauchbeine. Schön. Schön, schon die Katze an der Seite. Und wenn das richtig crispy wird, sieht das böse aus, Digga. Mhm. Habt ihr schon die richtig bösen Sachen drin, sag ich jetzt mal? Nee. Okay. Ja, ist ja nochmal so. Die bösen Sachen? Hä? Was sind hier die richtig bösen Sachen? Ja, ich habe gehört, so, dass Trenbolon halt nicht so gut sein soll. Ach so. Und sowas. Ja, und Rinderzuchtmittel, hallo? Ja, wo du das ansprichst, das eine seit 1,5 Wochen. Ja. Oh, ich hab's auch immer zum Start der Diät darin tatsächlich. Diese Backpost ist richtig heftig, Alter. Ja, ich finde Rücken, also das sieht bei dir so krass aus, deine Rückenweite. Das, was mir fehlt hier so, achso, ihr seht ja meine Maus nicht, hier den Teres Latissimus oberen Ansatz. Ja, ist stark. Das finde ich ist eine ganz, ganz klar eine von deinen stärksten Posen. Also da wird es schwer zu schlagen, glaube ich. Also da muss erstmal einer kommen. Ja, das ist ein Beuger, das sieht man jetzt, dass da ein bisschen Differenz zwischen den beiden ist. Ja, das siehst du. Genau. Das siehst du mehr als von vorne. Ja. Boah, ich hoffe, dass Zoom das diesmal drin lässt und diese Bildschirmaufnahme gestattet, weil es wäre so schade, wenn die Leute das nicht sehen. Aber dein Rücken lenkt brutal davon ab. Man schaut gar nicht nach unten, man schaut direkt auf den Rücken. Deswegen passt schon. Ist auch riesig. Einfach den Arsch so hart machen, dass der richtig gestreift ist, dann guckt da keiner auf den Beuger an. Ja, genau. Das. Also der Arsch ist jetzt zum Zeitpunkt schon viel besser als letztes Jahr zum Zeitpunkt, weil der ist durch dieses rumänische Kreuzheben, was ich jetzt machen konnte, auch todesgewachsen. Aber ich kann es ein bisschen kaschieren, das Bein, indem ich es halt ein bisschen enger schiebe. Dadurch versuche ich das da ein bisschen zu machen, aber der Rücken muss ablenken. Der Rest muss so brutal sein, dass das nicht so auffällt. Ja. Weil da brauche ich noch ein paar Jahre, das ist halt so. Aber echt Latteres, was da dran hängt, unfassbar. Mhm. Wie so eine Wolke. Ah, und das meinst du auch jetzt anderer Hintergrund, ne? Weil du nicht wusstest, wo. Ja. Mhm. Aber ist auch gutes Licht, ja. Das war Tageslicht, das war vorm Fenster. Ja. Ist immer am ehrlichsten, ne? Sieht gut aus. Ich habe meine auch mal mit Tageslicht versucht zu machen. Gut. Ja, das nochmal Seite. Mhm. Da hat mir die erste Side-Chesting besser gefallen. Ja, ne? Hier stehst du zu aufrecht. Machst dich ja, voll. Da stehe ich richtig behindert untenrum. Da sieht es aus, als wenn ich gar keine Wade habe. Ja. Ich habe zwar kleine Waden, aber sie sind trotzdem da. Ne? Mhm. Da sieht das aus, als wenn ich auf dem Zahnstocher stehe. Ja, da ist wieder. Krass. Ja, aber was ich vorhin gesagt habe, ne? Frontal, Front- und Rückenansicht siehst du 10, 15 Kilo schwerer aus wie in den Seitenansichten. Das ist krass bei dir. Ja.
Aber früher war es mal anders, finde ich. Ja? Also ich fand dich früher mal in den Seitposen besser. Oder findet ihr nicht jetzt? Ich finde. Jetzt auf jeden Fall. Die hauen jetzt auf den Latschen, so die Front- und die Rückenansichten. Völlig anderes Paket, ey. Ich mache auch Vorstellung und Kür, das war letztes Jahr schon so. Ich zeige mich eigentlich nur von vorne und hinten und nicht wirklich von der Seite. Ja, voll gut. Also wenn, dann nur eine Side-Chest und fertig. Das war's, ne? Ja, das war's. Wir sind gespannt. Du kannst stolz auf dich sein jetzt schon, finde ich. Also, mach nochmal die letzte an. Ach, egal. Ja. Alles klar. Mindestens eine 4 von 10. Nochmal, was? 4 von 10? Mindestens. 4,5 vielleicht sogar. Vielen Dank, Ingo. Wir müssen auch raten jetzt. Aber was also ist für Amateurlevel? Du hast eine Bohne verschluckt. Gutes 10 oder wie? Ja, ja. Es war ein Scherz, Mann. Ja, okay, ich wollte gerade sagen, Alter. Nein, wir haben das ja, wir haben das ja so gesagt. Olympia jetzt oder was? Eine 4 von. Nein. Wir hatten das ja so gesagt bei unserem Rating, irgendwie so 5 ist so Regionalmeisterschaft gewinnen und bei 10 ist so, der fährt auf dem Qualifier und holt sich die Karte. Ne? So haben wir das gesagt, glaube ich. Genau, bei Amateuren, genau. Und ich würde da Chris jetzt schon wirklich eine 10 geben, weil ich, ja, wenn ich mir gerade die Bilder anschaue, dann denke ich mir gerade so, ja, gib Gas, Kevin. So. Ja, also klar, immer, also ich bin mir ziemlich sicher, dass er die Pro-Card holt, aber wenn da irgendwie wieder so ein Mutant zwischendurch kommt, dann kann man es halt nie. Da bist du nie vor gefeit, Alter. Aber das Ding ist. Ich kann dir einen guten Tipp geben. Mach so ein Ding, wo man auch für den zweiten einkriegt. aber ich bin auf jeden Fall um einiges besser als letztes Jahr. Ausnahmslos. Und ich sag mal so, egal, du kannst mittlerweile sagen, egal wer kommt, weil ich werde dir jetzt auch noch laufend härter, nicht viel Gewicht verlieren und auch noch aufbauen, gerade jetzt noch. Ja. Ne? Da muss man erstmal dran vorbeikommen, auch wenn man als Mutant kommt. So wie es dann am Ende aussieht, wenn die Taille noch weg ist und so, weißt du? Seid ihr aus einer THT in die Prep gestartet? Was? Seid ihr aus einer THT in die Prep? Nee. Weil, du musst ja auch mal sagen, im Bodybuilding wird er nach Schwächen bewertet. Da sagen dann immer alle, oh, der hat so einen dicken Rücken oder der hat so dicke Arme oder sowas. Das ist ja scheißegal eigentlich. Es kommt ja darauf an, wie das Gesamtbild aussieht. Und wenn ich mir das jetzt so angucke in den Posen, also vor allem von vorne und von hinten, ich wüsste jetzt nicht, wo ich dir jetzt irgendwelche Punkte abziehe, außer vielleicht bei Waden. Beuger. Ja, jein. Also wenn die Pose gut steht und das alles ausgeglichen aussieht und symmetrisch und sowas und da keine großartige Schwäche erkennbar ist. Und ich finde, gerade in Wettkampfform kann man sowas relativ gut kaschieren. Wenn er zum Beispiel das eine Bein, dann das schwächere Bein, wo der Beinbeuger halt schwach ist, kannst du ja auch nach vorne stellen. Du musst ja nicht so wie beim DBV da die Beine nebeneinander haben, sondern du kannst ja einen Ausfallschritt machen, einen großen. Und dann sieht das gar nicht mehr so aus. Also ich finde nicht, dass der Beuger da großartig ins Gewicht fällt. Ja, der Beuger. Mal gucken, ob du einfach deinen Adduktor, also wenn du die, ich weiß, ganz viele ziehen sich ja komplett die Adduktoren weg in der Pose, weil die nur ihren Arsch so hart machen. Du kannst dann dein Becken, deine Hüfte nach hinten kippen und dann hast du ja nicht nur deinen Beuger, der groß sein muss, sondern dann kommen von innen deine Adduktoren. Ne? Und das dann mache ich auch immer. Genau, dann hast du vielleicht einen Mühe weniger Streifen im Arsch oder wenn du es übst, kriegst du den Arsch trotzdem genauso hart, aber dann schiebst du einfach dein Becken nach hinten und dann klatschen deine Adduktoren da hinten raus, dann sieht das wahrscheinlich von hinten sogar nochmal. Ja, genau, irgendwie sowas. Also das, wo Punkte fallen werden, das wird hinten beim Bein links sein beim Beuger. Also in den Vergleichen, weil da muss ich stehen und da gucken sie und da wird das auffallen. Ich muss nur gucken, es so gut wie möglich zu kaschieren. Aber ich versuche im Vorfeld von vorne und mit der Side-Chest, weil die wird am Ende auch gut aussehen, wenn der Arsch fertig ist und so, da versuche ich so viel Eindruck zu schinden, dass es dann nicht mehr so viel ins Gewicht fällt, weißt du? Und dass der Rücken da noch kommt und so. Mal gucken. Profi-Grad ist sowas von drin, weil du bist ja einfach mega stimmig. So. Also ja. Ich würde mir da gar keine Gedanken machen. Ist das Ding ist competitive. Ja, das Ding ist ja auch, egal ob Profi oder nicht Profi, am Ende, auch wenn du die Karte in Hand hältst, machst du genauso Bodybuilding weiter und ohne Karte machst du genauso Bodybuilding weiter, ne? Ja. Hast Bock weiterzumachen, ne? Ich habe es jetzt selber gemerkt, okay, diese Karte ist ein Stück Papier, die hängt jetzt hier rum, ich schaue die nicht kein einziges Mal an, ne? Es war cool und so, einmal das gesagt zu haben, ich habe das geschafft, aber im Endeffekt
lebst du so und so den Lifestyle, ne? Und dann kommst, selbst, wir gehen nicht davon aus, aber selbst wenn es passieren sollte, dass dieses Jahr lauter Freaks vor dir sind, dann machst du nochmal ein Jahr und gibst nochmal Gas und dann kommst du wieder stärker, besser, ne? Ist halt egal wie, ne? Ja, irgendwann wird es klappen. Also dieses Jahr hole ich mir das Scheißding auf jeden Fall. Und ja, es geht halt, die Karte ist ja nur die Karte. Ich meine, danach geht es ja erst weiter, ne? Danach wir machen ja nicht irgendwas anders oder sonst was. Also was der Plan ist tatsächlich, ist Karte holen im Frühjahr und Sommer mit 96 ein Debüt 2012 machen und dann aufbauen. Mit welchem Mindset gehst du jetzt in den Wettkampf? Mit welchem was? Mit welchem Mindset gehst du jetzt in den Wettkampf? Bist du schon irgendwie nervös? Hast du Druck oder sagst du, nee, ist scheißegal, ich hol das Ding jetzt? Nee, ich hatte letztes Jahr eigentlich schon keinen Druck. Ich habe dieses Jahr noch viel weniger Druck als letztes Jahr. Okay. Also ich gehe die Sache auch viel noch mal entspannter an als letztes Jahr. Letztes Jahr war ich noch um einiges verbissener. Das kommt jetzt bestimmt auch noch die letzten Wochen. Krass, also die letzten drei, vier. Ich habe so gehasst, zum Schluss noch Wettkämpfe zu machen, mit diesem Gedanken, du musst Profi werden. Für mich war das Schlimmste in der Vorbereitung. Nee, das hatte ich tatsächlich letztes Jahr. Also ohne Scheiß, das hatte ich letztes Jahr. Dieses Jahr, das Ding und das Gute ist, ihr wisst, wie ich das meine. Dieses Jahr, ich gucke mich an und ich weiß, das Ding ist geritzt. Selbst wenn beim ersten irgendwer kommt oder beim zweiten kann, keine Ahnung, da kann einer kommen, der dann gleich eine Olympia-Quali holt, meinetwegen, weißt du. Das Ding ist aber dieses Jahr geritzt, weil ich die Arbeit geleistet habe. Also ich habe das Selbstbewusstsein, das zu sagen, weil ich halt seit drei Jahren eigentlich einfach die ganze Zeit durchgeackert hat, ne? So wie die anderen, also wie ihr halt auch. Und deswegen ist die Nervosität eigentlich, die war letztes Jahr da, aber jetzt ist die weg. Dann macht das für dich keinen Druck, wenn hier drei FBB-Pros sitzen und sagen, das Ding holst du und dann wahrscheinlich auch dir dann 2000 Leute bei Instagram schreiben, Digga, go for Pro, die Karte gehört dir, bla, ist safe. Nee, weil das mit Insta, das ist jetzt natürlich ist viel mehr als letztes Jahr, ist klar. Ja. Dass die drei das sagen, das freut mich natürlich, weil da auch Respekt vorherrscht, ne? Das ist dann natürlich noch was anderes, als wenn das jetzt einfach ein Follower schreibt, ne? Aber nee, macht es dieses Jahr eigentlich gar nicht, weil ich das von mir selbst halt erwarte, so safe erwarte, weil ich den Ansatz dafür bringe, ohne dass das scheiße bin. So läuft es auch am besten, finde ich, wenn du den Druck ein bisschen rausnimmst. Und wenn du vor allem weißt, was du kannst, das ist das. Also bei mir ist es immer so irgendwie, ich starte immer so im Zweijahrestakt und es ist dann immer so, zum ersten Wettkampf hin bin ich immer mega nervös innerlich oder angespannt, weil ich dann immer Angst, irgendwie habe ich immer ein Bedenken, dass noch was passieren könnte, dass ich die Form nicht bringe oder irgendwas. Man sieht sich ja selbst bis zur Bühne immer noch irgendwo zu schlecht, da ist noch ein bisschen zu flach oder noch ein bisschen Einlagerung, irgendwas oder so. Und wenn ich dann den ersten Wettkampf so geschafft habe in der Saison, dann bin ich da meistens immer dann sehr, sehr überzeugt, dass es dann der Rest der Saison auch gut laufen wird. Ja, wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Wir gehen davon aus, dass du das Ding holst. Und sind gespannt auf die künftigen Formchecks, wenn du nochmal richtig crispy wirst. Ja, stimmt. Können wir auch machen dann, ja. Vielleicht mache ich dann mal Fotos. Wenn Zoom das wieder teilt, letztes Mal war ja ein Desaster, dass irgendwie der Bildschirm nicht geteilt worden ist, aber naja, die Folge wurde trotzdem gerettet. Machen wir. Ansonsten, diese Woche, ich habe mal so ein bisschen geguckt, was diese Woche so passiert ist, was man mal ansprechen könnte. Und ein großes Thema war auf jeden Fall Aldin, der seine aktive Profikarriere beendet hat, und gestern ja auch Michelle, mit der möchte ich auf jeden Fall am Freitag nochmal persönlich drüber sprechen, in der Kurvendiskussion. Aber anscheinend gibt es jetzt ja die ein oder anderen deutschen Profi, die ihre aktive Profikarriere in jungen Jahren erstmal an den Nagel hängen. Während wir jetzt einen anderen haben, der die Karte jagt, gibt es ein paar andere, die sagen, na, das ist es mir irgendwie doch nicht wert. Wie seid ihr mit diesen Neuigkeiten umgegangen? Vielleicht erstmal nicht, Ingo. Wer hat jetzt alles aufgehört? Aldin habe ich mitgekriegt. Michelle auch noch gestern. Ingos Michelle? Ja. Was, wann? Ja, Ingo, vielleicht erzählst du es doch mal. Ja, erzähl mal. Also ich, wie gesagt, am Freitag nehme ich noch mit Michelle selber auf, da kann sie selber noch mal erzählen, was sie dazu bewegt hat, aber vielleicht die Kurzversion. Magst du es selber sagen? Ja. Sie ist da, sie kommt selber. Ja, dann komm rein, Michelle. Hallöchen. Hallo. Ja.
Ja, ich habe es eben gerade auf Instagram als Frage gestellt bekommen. Im Endeffekt ist bei mir einfach dieses Feuer, was man eigentlich auf dem Weg zum Wettkampf und auf der Bühne dann letztendlich spürt, war einfach am Schluss meiner Vorbereitung nicht mehr da. Und ich habe das einfach, ich bin von Prag von der Bühne runtergekommen und habe wirklich gemerkt, so eine Erleichterung. Ich kann es euch nicht erklären. Das ist einfach für mich so wie so ein Abschluss gewesen, so im Inneren, dass ich mich jetzt erstmal für die Bühne überhaupt nicht mehr irgendwie identifizieren kann. Der Sport und mein Lebensstil und auch für mich, der Körper ist für mich wirklich sehr wichtig und dass ich trotzdem immer noch irgendwo für mich selbst ein Vorbild sein kann, ist letztendlich nur dieser Bühnengedanke aus meinem Kopf gegangen. Und ja, ich werde halt immer diäten, außer ich werde zu fett. Man muss sich halt fragen, ob dieser Wettkampfsport, ich meine, sie trainiert und so macht den ganzen Sport trotzdem weiter, aber nur auf Wettkampfebene nicht. Man muss halt fragen, ob dieser Sport, dieser Wettkampfsport einem mehr Glück oder Spaß im Leben bringt oder dieser Druck, den man sich selber aufbaut, eher einem schadet oder einem ja, eher schlechte Gedanken und sowas zufügt. Und das ist schon seit längerer Zeit, seit ich Michelle eigentlich kenne, immer so dieser, ja, das ist zu viel Druck und das macht sich halt Ja, es vom. war am Schluss für mich, der Druck war zu hoch, um das zu Ja. managen. Und ich denke halt, wenn es einen psychisch eher belastet, als dass es glücklich macht oder Glücksgefühle auslöst, dann muss man halt abwägen können. Und für mich ist es halt jetzt momentan eher eine mentale Guttung, das halt jetzt erstmal wieder so ein bisschen aus dem Kopf zu haben, dass Und ich jetzt nicht irgendwie in X Monaten auf der Bühne stehen muss. weil sonst machst du einen Den Druck, den Aufbau du und gemacht denkst, hast? jetzt muss. Was? Druck, den du dir gemacht hast? Oder Ja, meinst natürlich. du, mach Man jetzt macht sich einfach mal ja. 2 Jahre den Sport und dann sagst keinem, poste nichts, mach eine Vorbereitung. Und wenn du dann irgendwie 4 Wochen vorher sagst, hey, die Form ist voll gut, dann machst du noch mal einen. Oder meinst du wirklich, das war dein innerer Druck oder so der von außen? Nee, das war eigentlich alles mein eigener Druck, den ich mir gemacht habe. Ich habe eigentlich nie Druck von außen bekommen. Nee, ich meine, sonst bist du immer so, wenn du immer jedes Jahr oder 1,5 Jahre immer Wettkämpfe machst, dann denkst du, okay, jetzt habe ich Wettkampfsaison rum, jetzt muss ich schön Aufbau, ja. ausdiäten, dann Ja. Aufbau und dann wieder sauber essen, schon wieder trainieren und dann bist du wieder in diesem Kreislauf, okay, und jetzt muss ich wieder eine Diät starten und du kommst halt nie raus und hast immer im Hinterkopf so, ihr kennt es ja selber alle, diesen Druck und manche Leuten macht es Spaß und die leben dafür Rutschen und sich da dran, ne? Ihr wächst und wächst und wächst. Ich meine, das ist super, aber für mich war das halt irgendwann, ich habe es einfach nicht mehr gefühlt. Ich Ja. habe es jetzt das erste Mal, weil Chris so gesagt hat, ich habe eigentlich die 3 Jahre davor ja gar keinen Gas gegeben. So, ich habe meinen Kram gemacht, ich habe in der Offseason nie wirklich viel genommen und bin gar nicht so besser geworden. Jetzt merke ich gerade so das allererste Mal, dass ich wieder voll den Druck habe. Ja. Und ich fand es vorher fast schon angenehmer. Das Einzige, was cool ist, man hat jetzt nicht mehr so diesen Scheißdruck, dass man unbedingt Profi werden muss. Aber ich habe jetzt jedes Mal so den Der Druck, dass Druck ich mir wächst denke, anders. ja, genau, der wächst Ja. anders. So, jetzt, wo man Profi ist, Weil jetzt du denke ich, weißt nicht, wie okay. du dastehst und wie du Ja. letztendlich dann als Profi anerkannt wirst oder Ja. auch nicht. Und das war so vielleicht für mich auch so, okay, ich komme damit Der immer klar, ja. Punkt ist ja auch, es ist ja jetzt nicht nur dieser unmittelbare Druck, also dieser unmittelbare Druck, den der Wettkampf mit sich bringt, sondern es ist ja auch alles andere drumherum. Ja. Du musst schauen, dass du nicht krank wirst. Ja. Du musst immer funktionieren eigentlich. Alles. Du kannst jetzt Auf der eigentlich, wenn Arbeit, du, ja. genau, wenn es jetzt 100% laufen soll, dann kannst du auch nicht mal länger schlafen oder sowas. Dann musst du aufstehen, dass du dein Genau. Cardio machst, dein Essen reinkriegst Ja. und so weiter und so fort. Und ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Und ich war letztes Danke. Jahr so über auch so immer so ein bisschen. Ich habe ja auch den Podcast hier mit Torben und dem, na, wie heißt er? Duane und Christian Drost. Ja, genau, Christian Drost gemacht, wo es auch um das Thema ging. Und ich hab mir da auch wirklich Gedanken drum gemacht und habe mir dann auch, ich habe dann auch dieses irgendwie das vergessen, was mir wirklich Spaß macht, so einfach Ja, trainieren, der genau. Lifestyle und sowas. Und ich habe es aber geschafft, dann wirklich zu sagen, ey, ich erfreue mich jetzt einfach darin und mache den Sport so nebenbei. Wie es nach meiner ersten Profisaison jetzt aussehen wird, das weiß man noch nicht und alles. Aber es ist halt wirklich immer ein Druck und vor allem also Ja. finanziell halt auch. Ne? Also du musst ja auch immer dann sagen, ah nee, lieber nicht in Urlaub oder ja, mal schauen, hier Saison und bla bla bla. Dann wenn es auch noch beide machen, dann Da kann man ist doppelt viel ausgeben, ja. ja, und das ist also, kann ich mega gut nachvollziehen. Aber finde ich auch cool, dass du es dann wirklich schaffst, dich hinzustellen, zu sagen, ey, das war's für mich. Und Ja, also, ja, weil ich ja, habe ist mir die so. Frage gestellt und dann war ich auch schon an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ja, was machst du sonst, Alter? Seit du 20 Ja. bist du eigentlich in diesem Film drin und was mache ich sonst, Alter, wenn ich jetzt aufhören würde?
was mache ich dann? Klingt das irgendwie ein bisschen traurig, sage ich jetzt mal. Aber der Sport bleibt, egal ob Bühne oder nicht. Ihr Ziel ist weg, weißt du? Du siehst dann geil aus, aber dann sage ich mir auch, Alter, warum soll ich mir jetzt 300 Euro Wachs im Monat reinhauen oder was weiß ich was? Oder so. Das machst du ja dann nicht mehr. Ja, das mit 10 genau. Kilo, ja, mit 10 Kilo weniger sehe ich auch noch krass genug aus, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, aber wie gesagt, finde ich cool. Also Respekt vor der Entscheidung. Ja, finde ich auch. Wenn es einen nicht mehr erfüllt, beziehungsweise mehr Negatives mit sich bringt als Positives, dann gibt es auch keinen Grund, das noch weiterzumachen. Eben. Für wen denn? Für Follower oder für sonst was? Nee. Das ist mir nicht wert, nee. Ja. Das, was Nome gerade gesagt hat, finde ich lustig, weil das stimmt, dass du das jetzt direkt merkst, so dass vorher angenehmer war, ne? Mhm. Bei mir ist ja andersrum. Ich hatte, seitdem ich jetzt Social Media so mache, hatte ich ja auch dieses Wachstum, somit jedes Jahr so viel besser und so viel mehr und so weiter. Und ich habe ja immer dann alle Leute mitgenommen. Und der Druck wurde von Jahr zu Jahr im Prinzip mehr, weil die Follower auch mehr wurden. Und jetzt ist es irgendwie so eine Grenze, dass ich schon voll dran gewöhnt bin. Mhm. Weißt du? Mhm. So, ich glaube, das ist auch ein großer Punkt. Jetzt, wo du es gesagt hast, ist mir das gerade so ein bisschen klar geworden. Du bist ja auch wirklich gewachsen von Jahr zu Jahr. Ich bin ja, wenn du mich anguckst von 21, 20, ich bin ja gar nicht mehr gewachsen, weil ich mir gar nicht mehr so den Druck gemacht habe. Ich habe mir gedacht, ey, keine Ahnung, wenn du Profi wirst, das entweder wirst es, das langt schon irgendwie. Und jetzt habe ich so, das hat Klick gemacht und jetzt dachte ich mir so, fuck, jetzt musst du in der Offseason auch hier richtig Gas geben wieder, ne? Ja. Also kannst nicht hier ein bisschen THT machen und mal irgendwie deine 3-4 Einheiten Wellness-Dingsterbums. Und das fickt mich jetzt richtig so, Alter. Also, ja, und du hast jetzt quasi den Druck, weil vorher hast du auch alles eher so privat gemacht, ne? Beziehungsweise hattest auch nicht so die Öffentlichkeit dabei. Mhm. Und jetzt machst du es richtig. Und jetzt setzt du dir selber richtig den Druck mit deinem Profistart quasi nach der Offseason, da dann auch ein viel besseres Paket zu liefern als vorher, ne? Ja, also ich denke jetzt mal. Zum Glück läuft super. Ich habe jetzt 115 Kilo und sah noch nie so gut aus wie bisher, aber ist schon irgendwie was anderes. So, keine Ahnung, sonst war für mich Offseason immer voll die Entspannung. Ja, keine Ahnung, manchmal habe ich 16 Wochen THT gemacht, hat ja keinen gejuckt, oder 20 Wochen. Und wenn ich mal wieder Lust hatte, ein bisschen was zu nehmen, habe ich ein bisschen was gemacht. Und jetzt war ja wirklich so getimed, zum Ersten geht's los, zack, das anziehen, das muss rein, das ist dein Trainingsplan. Ich mache jeden Tag Cardio, ich bin eigentlich genau wie auf Prep, nur dass ich mehr esse. Also, ja, genau. Ja, das ist das, was ich mache mir das schon quasi die ganze Zeit. Und sonst ich war auch schon Classic, keine Ahnung, bevor ich jetzt meine Frau hatte, habe ich mir über andere Sachen Gedanken gemacht, was ich den ganzen Tag mache. Ja. Da habe ich nie Cardio gemacht. Ich habe mir vorher kein Essen gekocht, bin hier zum Chinamann rüber, wenn ich Hunger hatte. Und habe mir da irgendwie 74 mit doppelt Reis bestellt. Ich habe auch nochmal Lust. Ich habe jetzt gestern zu meiner Frau gesagt, bis 36, 37 will ich nochmal gucken, was geht. Ich habe mich nicht verbrannt so in den ersten Jahren. Also zumindest, ich weiß, dass ich nicht viel gefahren habe so in den Off-Seasons-Dingern. Und jetzt habe ich eigentlich auch nochmal Lust, so 2-3 Jahre zu gucken, was geht. Und muss man halt jetzt nochmal den Druck mitnehmen. Und irgendwie ergänzt sich ja auch alles so. Social Media ist angelaufen, wieso du... Ja, genau. Das ist ja auch gerade alles stimmig so. Das Coaching geht gerade voll durch die Decke. Big Zone ist gekommen, Social Media läuft. Jetzt macht man nochmal 2-3 Jahre Gas. Aber Chris Bumstead hat ja auch einen guten Spruch, so Pressure is a privilege, ne? Nur ja, was zu verlieren hat, der hat auch Druck, ne? Und das heißt ja, dass du irgendwas hast, für das es sich zu kämpfen lohnt. Das ist doch was Geiles eigentlich, ne? Wenn du irgendwann in 20, 30 Jahren drauf zurückschaust, machst kein Bodybuilding mehr und dann kannst du sagen, hey, ich habe richtig Gas gegeben, sah mal richtig geil aus und so. Das ist doch was Cooles, ja. Ich will es auch für mich nochmal, weil ich mich so ärgere, dass ich eigentlich so ein paar Jahre verschenkt habe. Ich will auch für mich einfach nochmal richtig Vollgas geben jetzt die nächsten 2-3 Jahre und einfach mal gucken, was geht. Und dann kann man immer noch mal in der Classic Physik gehen und mit 40 ein bisschen THT machen und geil aussehen. Das war bei mir ja damals auch ein Punkt, als ich angefangen habe, das dann endlich mal richtig zu machen mit 27, nachdem ich da bei Classic gestartet bin, ne? Mhm. Weil ich mir gedacht habe, Digga, du hast bis Ende 20 keine Eier gehabt, den Sport so richtig zu machen. Ja. Also zu 100%, ne? Wenn du alt bist, wenn du irgendwie 60 bist, dann wirst du immer, du wirst irgendwem immer davon erzählen, so früher sahst du mal ganz gut aus oder so, aber ich habe das und das nicht gemacht. Ne? Aber du wirst dich ärgern. Hätte ich mal das und das gemacht, vielleicht wäre ich da und da gelandet, weißt du? Mhm. Und deswegen jetzt seit 2020, Ende 2019,
Da habe ich mir gesagt, den Scheiß will ich mir später nie sagen. Deswegen ziehst du jetzt durch. Aber der Korrektheit halber muss man jetzt auch mal unseren Zuschauern zuliebe mal sagen, es kann auch so ausgehen, dass du in 20 Jahren sagst, hätte ich das mal nicht gemacht, dann wäre ich jetzt nicht. Ja, safe. Safe. Ja. Also das ist natürlich auch sein, wahrscheinlich dann eher in 2-3 Jahren, wenn es die Leute sagen, die einen kennen. Ich habe jetzt mit Aldin persönlich nicht gesprochen. Ich weiß auch nicht, was er genau gesagt hat. Die Leute sagen, die einen kennen in 2-3 Jahren, hätte ich es mal nicht gemacht. Weil das, was du jetzt ansprichst, das betrifft uns ja dann wahrscheinlich weniger, wenn wir jetzt Vollgas geben, die nächsten 5 Jahre. Ach so, ja. Ja, aber ihr wisst, wie es gemeint ist, oder? Ja. Ich habe es mit Aldin nicht gesagt. Ich bin ja auch gerade voll unterwegs, ne? Also... will da jetzt nicht irgendjemandem reinreden, aber muss man schon sagen. Sorry. Kann meiner Torben seinen Monitor hier wegmachen? Ja. Entschuldigung, Torben. Ist Torben alles noch gut, dabei? Alles gut. Ich habe mit Aldin nicht persönlich gesprochen. Ich weiß jetzt ja auch nicht, ob er so denkt und ob es das seine Worte sind, aber ich an seiner Stelle würde mir halt vielleicht auch überlegen, ich bin jetzt zwar Profi, aber ich kann jetzt vielleicht auf Pro-Shows nicht wirklich um die Spitze oben mitkämpfen. Er ist ja immer so im zweiten Callout gewesen oder mal irgendwie so in den Top Ten, aber jetzt so irgendwie eine Olympia-Quali zu kriegen, jetzt auch ohne ein Punktesystem oder vielleicht auch mal ganz oben mitzuspielen, dafür war es vielleicht zu weit weg oder zu viel, was hätte investiert werden müssen. Ja, er sagt sich dann vielleicht Gesundheit, Geld, Leben, alles nebenbei, fehlt mir so ein bisschen. Denkt ihr daran nicht? Ich glaube, an diesem Punkt wird jeder von uns nochmal kommen, weil ich finde, keiner von uns, der jetzt hier sitzt, ohne euch jetzt zu nahe treten zu wollen, ist jetzt auf dem Punkt, wo er sagt, er gibt Vollgas und er wird abräumen. Da ist keiner von uns in meinen Augen. Also es wird immer so ein bisschen sein, es wird sich jetzt die nächsten Jahre so ein bisschen rauskristallisieren, aber ich denke da immer, dass dann immer irgendwie die Frage sein wird, ist der 5. oder 6. Platz das jetzt wert? Und ich meine, 5. und 6. Platz wäre von mir schon Wunschdenken auf einem Pro-Wettkampf. Ja. In der offenen. Und ich denke mal, die Frage werden wir uns alle noch stellen müssen. Aber zu all den jetzt, ich weiß nicht, ob es mein persönlicher Eindruck ist, erstmal finde ich den von der Optik, ich habe mit dem persönlich wirklich vielleicht mal 3-4 Wörter gewechselt. Optisch finde ich den brutal. Ich habe mir nie erklären können, warum der so schlecht geplaced wird. Dann habe ich den in Polen mal live gesehen und da sah der aus von der Form wie Chris jetzt. Also die Form war Katastrophe. Und ich glaube gar nicht, dass das der gesundheitliche Aspekt... Du bist Katastrophe. Nein. Ja, würde er sich jetzt auf die Bühne stellen, wäre die Form Katastrophe. Ja. Und ich glaube gar nicht, dass das irgendwie so ein Gesundheitsaspekt ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, das sieht bei dem Aldin einfach so leicht aus, wie der das bisher alles so erreicht hat. Also ich glaube gar nicht, ich finde, der hat eine brutale Genetik, der sieht zumindest so aus, als wenn der einfach nochmal ganz easy peasy 10, 15 Kilo Muskeln draufpacken könnte. Der ist mega plastisch und der war auch noch nie richtig hart. Also um jetzt so Rückschlüsse zu ziehen, ich möchte das jetzt nicht unterstellen oder irgendwie was Doofes sagen, aber wenn man nicht richtig hart ist, das ist ja dann eine Sache irgendwie von Fleiß und Einsatz so ein bisschen. Und ich glaube, der hätte noch Unmengen an Potenzial. Ich glaube, das ist irgendwas anderes. Vielleicht hat er einfach vielleicht ist er auch nicht bereit, diesen Schritt zu gehen, so viel zu investieren. Genau, entweder das oder keine Lust mehr auf den Sport. Weil ich finde, das war einer der Leute, als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, der hat Potenzial, um so viel zu erreichen, weil ich finde den so schön und so rund und so plastisch von der Linie. Also ich habe ja auch den Podcast mit Erdem und ihm angeschaut. Ich nicht. Ich auch nicht. Auf jeden Fall hat er da ja auch erzählt, dass es immer so war, dass er trainiert hat im Studio und die Leute ihn dann quasi immer in Anführungsstrichen überredet haben, mach mal einen Wettkampf, du hast richtig gut aus und so weiter. Genau so habe ich es mir eigentlich gedacht. Und ich denke auch, wie Dom es sagt, also ich will auch jetzt niemandem was unterstellen, ich lasse mich auch gerne korrigieren, wenn es anders ist, aber ich persönlich denke nicht, dass er immer All-In gegangen ist, weil ich denke, wenn du All-In gehst, ich habe es letztes Jahr gemerkt, als ich mich selbst vorbereitet habe, ich habe jetzt da kein großartiges Gezaubere von wegen Fachwissen und sowas gemacht, sondern einfach ganz simpel, hart gearbeitet, entsprechend gegessen, hier entladen, aufladen, dies, das, so ein bisschen bla bla bla, so wie es halt für mich passt. Aber ich war fertig, eine Woche vom Wettkampf, ich war komplett crispy eigentlich. Also ich hätte mich auch so hinstellen können wahrscheinlich. Und ich denke halt, dass da halt so diese letzte Verrücktheit, diese Beklopptheit, die jeder von uns hat, wo er dann sagt, es muss noch härter, noch härter. Ich denke, dass er das nicht hatte, denke ich. Also, wie gesagt. Ich glaube, weil er ein Genet ist einfach, weißt du, der ist so genetisch gesund. Nee, ich denke, weil er einfach nicht diese Beklopptheit hatte. Ich habe mit 17 angefangen und habe mir gesagt, Alter, ich will auf die Bühne gehen, ich will der breiteste Typ werden, der ich sein kann. Und ich habe 6 Monate nur Reis mit Hähnchen gefressen, 6 Mal am Tag. Ja, genau, aber du musstest ja von Tag ein arbeiten.
Und all die musste überredet werden. Ich meine, der muss ja geisteskrank ausgesehen haben, wenn mal einer sagt, kannst du nicht mal einen Bodybuilding-Wettkampf machen, Dicker? Ja, aber ich wollte es ja auch. Ich wollte es ja auch von Anfang an. Ich habe gesagt, ich will auf die Bühne, Punkt. Und wenn du dann so, ich sage es mal, nicht so 100% rangehst, dann kann ich mir schon vorstellen, dass du diese 100%-Mentalität gar nicht so verinnerlichst. Und dass es dann natürlich auch nicht gibst, oder also dann nicht 100% gibst in der Vorbereitung. So. Ja, vor allem, seine Aktion zeigt ja auch, dass er sehr viel reflektiert und sehr viel denkt. Und ich glaube, das ist halt irgendwo dann auch vielleicht hinderlich, wenn du so ein 100% Mensch sein möchtest, der sagt, ich gehe all in für den Wettkampf, ich gehe all in für Bodybuilding. Wenn du dann jemand bist, der sich halt sehr viel reflektiert und sehr viel nachdenkt und sowas, dass du dann wahrscheinlich echt Skrupel hast. Weil Gesundheitssport ist es nicht, ich muss mir sagen. Das hat jetzt nicht mal was mit irgendwelchen Supersubs zu tun oder sowas, finde ich. Nee. Sondern auch einfach mit Training und Essen und Vollgas. Verzicht, das meine ich. Alles. Ja, ja. Ich glaube, es ist ein Mix. Also ich glaube, es ist ein Mix aus beiden. Also ich habe das Interview da auch nicht geguckt, beziehungsweise den Podcast. Ich kenne Aydin, ich habe ein bisschen mit ihm geschrieben, ich kenne ihn aus Portugal und so. Also ist ein übelst netter Typ. Persönlich mag ich ihn sehr. Aber ich kann es mir vorstellen, dass vielleicht einfach nicht dieses Feuer da ist, was du dann halt brauchst. Und also um dich als Profi auch zu placen, ne? Und wenn du das nicht hast und wenn es dir dann so gesehen auch dann nicht wirklich Spaß macht und du machst das nur aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, wegen Sponsor oder ne, wegen Geld oder sonst was, aber es macht dir keinen Spaß, warum sollst du es dann halt auch machen? Cool. Also das könnte ich mir jetzt vorstellen. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass das wirklich, wenn er auch schon sagt, die Leute haben gesagt, ey, du siehst voll krass aus, mach mal einen Wettkampf so, dann hat er das ja sicherlich so für sich trainiert. So. Ich habe ja auch einen Athleten, so da denke ich mir, der kommt hierher und der sieht besser aus wie Leute, die 3-4 Jahre alles geben für diesen Sport und auch heute wieder kein Cardio gemacht, das nicht gemacht, 2-mal versucht, Cardio zu machen, übelst hart, muss kaum was tun. Aber das sind so am Ende dann aber auch die Leute, wo vielleicht dann so, ich sag jetzt mal die Eier oder einfach der innere Schweinehund, die innere Überzeugung, das zu machen, weil die noch nie dafür so richtig arbeiten mussten. So, wenn das fehlt, glaube ich, ist man da eher zu geneigt, dann irgendwann aufzuhören, wenn es jetzt 2-3 Mal nicht so geklappt hat und dann sagt man sich, jetzt hat es irgendwie die letzten Jahre nicht gereicht, ich habe eigentlich schon mehr gegeben, wie ich wollte, weil ich habe eh nicht so eine Lust, ich lasse das jetzt einfach sein. So, und so einer wie Kevin, der mit 17 sich angefangen hat, den scheiß Arsch aufzureißen und hier seine komischen Hirse-Dinger da gefressen hat, was du da erzählt hast. Auch Hirse-Mehl. Der ist noch ganz andere Sachen bereit zu tun, um wirklich das zu kriegen, was der will, wie jemand, der vielleicht von der Genetik her einfach ein bisschen gesegneter ist und noch nie so viel tun musste wie ein anderer. Und wenn es mal 1-2 Jahre nicht läuft, dann hat man keine Lust mehr halt. Ne? Was auch sein kann, was ich aber jetzt nicht weiß, was reine Spekulation ist, wenn du jetzt eine Saison gemacht hast, oder 2 Saisons als Profi und du wurdest beide nicht geplaced oder so und du hast ein paar Follower, dann reißen die dir auch den Arsch auf. Dann, also meinst du weniger Hate-Kommentare und so einen Scheiß? Ja, nicht nur Kommentare, sondern halt auch Nachrichten. Ne? Du hast dann, also das irgendwann geht es oft über die Fülle. Und du brauchst schon echt eine dicke Haut, damit du das dann nicht an dich rankommen lässt, nach Motto, vielleicht schaffe ich es wirklich nicht da oder dahin, weißt du? Weil, Alter, wenn ihr immer nach dem Wettkampf so und so viele, du bist selber enttäuscht von dir zum Beispiel, brauchst ein bisschen was für dich, aber musst halt auch Social Media machen, was deine Arbeit ist. Und dann öffnest du die Nachrichten und dann hast du dann nur solche, die dann irgendwie schreiben, wie schlecht du bist, dass du es nie reißen wirst oder sonst was. Ne? Da musst du schon echt eine Standhaftigkeit haben, dass dich das nicht juckt. Ich weiß nicht, ob es auch ein Faktor vielleicht war, könnte ich mir aber vorstellen. Weil ich finde, sieht wirklich krass aus, oder habe ich eine große rote Brille auf? Aber nee, selbst, also, ja. Aber, weil jeder sagt ja von uns auch, okay, der hat Potenzial, was er nicht ausschöpft. Und ich habe ihn tatsächlich auch mal selber gesehen, letztes Jahr in Prag, und beziehungsweise jetzt schon vorletztes Jahr in Prag, und die Linie ist geisteskrank, mega, aber es hat einfach so ausgesehen, als hätte er nicht so den Spaß gehabt auf der Bühne. Und er steht einfach im Line-Up, man sieht, der hätte so viel noch rausholen können aus seinem Latt, aber er steht einfach locker da und denkt mir sich so, ja, Alter, Junge, bau dich mal auf, zeig mal, was du hast. Hat auch jeder geschrien, aber er steht da, als ob er gerade aufgewacht wäre. Und dann wurde er erst in den ersten Callout gerufen, dann blieb er stehen, bis in den zweiten Callout. Im zweiten Callout ist er auch noch ganz in den Außen gekommen. Ich denke mal, Junge, kämpf doch mal ein bisschen. Das hat schon gezeigt, der hat irgendwie nicht so das Feuer. Das war jetzt nur der eine Moment, wo ich ihn gesehen habe, aber ich glaube dann, wenn jeder sagt, okay, du hast so viel Talent und du verschwendest das und du kriegst Nachrichten, und der ist auch relativ bekannt, macht seinen Nachrichtenordner auf und du hast nur solche Nachrichten, das, was wir jetzt auch gerade gesagt haben. Ich glaube, das fuckt dich schon böse ab. Besonders, weil er mir so vorkommt, dass er das sehr versucht, immer höflich zu sein und immer nett zu sein und ja, das dann zu überspielen und dann auch versuchen, höflich oder
reflektiert zu antworten. Ja, ja. Das ist, glaube ich, diesen Zwischenweg zu finden, echt mega, mega schwer. Weil optisch sage ich auch immer allen, wenn ich das irgendwie zeige, so diese Prep 2, 3, 4 Wochen out, die Fotos, ey, ich finde die, also ich würde sogar tatsächlich, auch wenn ich jetzt wahrscheinlich schwerer bin, auf Körpergröße gerechnet, ich finde den Körper brutal, würde ich nehmen, würde ich sofort tauschen. Ich finde, die Linie ist pervers, Alter. Sieht voll geil aus. Böse, ja. War halt nur auf, vielleicht das in letzter Woche oder letzten 2 Wochen 2 direkt gehört haben, wo mit Michelle, das war schon länger der Fall, da haben wir schon drüber gesprochen. Ja, schon ewig. Genau. Und bei all denen ist ja jetzt Spekulation, ne, was will ich hier sagen. Das sind ja voll richtig, wir haben das Interview mit Adam gehört. Also nur für die Leute jetzt. Ne? Wir, ja. Ne? Ja, ja. Also wenn ihr das Video gehört habt, dürft ihr uns gerne korrigieren, wir täuschen uns gerne. Genau. Hat er denn was gesagt, Kevin, im Video? Warum? Ging viel um die Schattenseite. Warum aufhört oder was meinst du? Mhm. Ja, weil er halt gemerkt hat, dass er das Ganze nicht mehr braucht, sich von fremden Leuten bewerten zu lassen. Ja. Und das finde ich auch eine interessante Denkweise. Und ja, wirft einem natürlich dann auch immer so im Kopf nochmal so ein paar Fragen auf, auch wenn das jetzt nichts ändert an der Sache. Aber ich meine, man ist ja auch selbst immer so ein bisschen am Reflektieren, also ich zumindest. Oder ich versuche es. Und ja, aber das, was wir jetzt so gesagt haben, das ist schon so, das so der Konsens, sage ich jetzt mal, der so in dem Video war. Also es ist halt so, dass er auch wirklich selber gesagt hat, dass dieses absolute, was wir so haben, diese Verrücktheit oder sowas, dass die nicht bei ihm da ist, weil es eben von früher nie so geplant war, dass er mal auf die Bühne geht. Mhm. Und hat dann auch gesagt, dass es die gesundheitlichen Risiken ihm nicht wert sind, da jetzt noch weiter Gas zu geben, obwohl es ihm auch anscheinend wirklich keinen Spaß macht. Und ja, so im Großen und Ganzen hat er das gesagt. Dass er halt weiß, er müsste da jetzt noch um einiges reinfeuern, sage ich jetzt mal, damit er da wirklich oben mitspielen kann, damit er dann davon profitieren kann, wirklich profitieren kann, damit er etwas macht, was ihm keinen Spaß macht, so, also Arbeit quasi. Ne? Ja. Und ja, aber ich finde ihn auch sehr, sehr reflektierten, angenehmen Menschen. Ja. Und ich kenne ihn nicht persönlich, aber scheint sehr, sehr, sehr nett zu sein. Ich hätte mal Bock, dass er in den Podcast kommt, mal wirklich. Ja, klar. Man muss ja auch sagen, wenn jemand sagt, ihm fehlt die Verrücktheit, beziehungsweise dieses, ne, dieses für das Letzte, und man hört dann auf, das ist ja auch nicht verwerflich, ist ja nicht schlimm. Nee. Das, ne, dann ja, mach mal halt was anderes. Fertig. Mhm. Ja. Nee, ich habe da sogar eher Respekt davor, dass ich sage, Alter, ja, ja, du schaffst es, dich da hinzustellen und zu sagen, ich bin da mittlerweile fertig damit und es gibt mir nichts mehr und sowas, und das dann auch öffentlich zu kommunizieren, als dann ja sein Ego weiter befeuern zu wollen damit, dass man das dann doch irgendwie macht, weil man da irgendwie, ja, wie gesagt, ist nur Ego meiner Meinung nach dann irgendwie. Ja, das zeigt einen guten Schritt in der Persönlichkeitsentwicklung, dass man das nicht mehr für sein Ego braucht. Ja. Was ich dann nur schade finde, und das meine ich jetzt nicht auf all die bezogen, aber nicht explizit, wenn man sich dann hinstellt und nur sagt, ach, Bodybuilding ist so scheiße wegen das. Das ja, sieht man ja sehr oft bei Leuten, die halt irgendwie eine Prep machen für Instagram, Scheiße, sich auf die Bühne stellen und danach sagen, ach, Bodybuilding, Schattenseiten, dies, das. Das ja, ist halt noch vorher bewusst, oder? Ja, das ist dieses typische Sophia Thiel oder Fitnessfrauen, genau, die fett werden oder andersrum. Ich habe keine Ahnung. Entweder ist fett sein geil und wenn sie nicht mehr fett sind, dann ist dünn sein total cool, und wenn man dann nicht mehr dünn sein kann, dann ist fett sein wieder geil. Jeder, der nicht fett ist, der liebt sich nicht und bla bla bla. Also da meine ich jetzt nicht all die mit, aber das ist halt. Ne? Ja. Entweder machst du Bodybuilding und dann, keine Ahnung, du hast das ja aus einem bestimmten Grund angefangen, so wie du sagst, und sich dann danach hinzustellen und sagen, ah, ist alles scheiße, dann hast du dir einfach, wahrscheinlich hast du nicht die Eier, die den wahren Grund selber, sag ich mal, zu nennen. Also ist man ja kann ja selber, man kann ja selber sogar sagen, es ist alles, ich finde das alles komplett scheiße mittlerweile. Wie dumm war ich denn und habe mir das jahrelang angetan, die ganze Scheiße, für was denn? Dafür, dass ich jetzt ein paar Plastikpokale hier rumstehen habe, ne? Aber ich kenne halt auch Leute, die dann wirklich in die Konversation mit Bodybuildern gehen, sage ich jetzt mal, und dann argumentieren anfangen, ja, das ist doch scheiße und das ist doch bekloppt. Ja, hier, Tittenjörg. So, dann halt doch einfach die Presse und hör auf. Tittenjörg, oder wie der heißt hier, der überall dann auf die Meisterschaften kommt. Und aber der ist ja nicht nur, keine Ahnung, der ist völlig lost, also der ist ja voll peinlich. Ich meine, ich würde aufklären, okay. Können wir den mal einladen? Der hat sich 3 Jahre lang... Kenn ihn nicht. Der hat, nee, pass auf, das ist so ein Typ, der hat sich früher, der war, also ich denke so, dass es so ein richtiger Mongo war im Studio, der von allen verarscht wurde, und dann ist irgendeiner mal gekommen und hat gesagt, ja, Jörg, damit du mal was wirst, hier hast du mal eine Packung Dirnabol, da nimmst du mal
10 Stück am Tag oder so. Dann hat er sich da anscheinend 3 Jahre lang die Auras reingefetzt. Dann sind die Titten gewachsen und was weiß ich was, wenn du dir so lange Auras reinhaust, dann gehst du ja irgendwann den Bach runter und hat sich gar nicht an den normalen, sondern ist einfach nur gefressen. Die sind so. Er hat richtig gefressen, Mann, ja. Mhm. Er hat wahrscheinlich auch nichts dagegen gemacht. So, er hat so gemerkt, so, es wächst. Hat weitergefressen, ja, scheiße, es wächst. Wusste gar nicht, was los ist. Und jetzt fährt er auf die ganze Meisterschaft, oder früher, jetzt ist er ja schon in der Verdunklung da irgendwo versackt, dann ist er früher auf die ganzen Meisterschaften oder Seminare gefahren, hat sich teilweise verkleidet, damit man ihn dann vorher nicht erkennt. Ja. Und hat dann da irgendwelche kontroversen Fragen gestellt und hier diese Veranstaltungen gecrashed und so. Markus Rühl beleidigt und sowas. Also wenn jemand Tittenjörg kennt, ladet ihn mal ein. Alle kennen Tittenjörg, ich bin schockiert, dass du ihn nicht kennst. Ich bin mit Tittenjörg also, aufgewachsen. Wenn jemand persönlich kennt, stell mal Kontakt her. Der Name sagt was, ich habe kein Gesicht dazu, ehrlich gesagt. Nein. Ja, dann gib mal, also Hausaufgabe für alle, ne? Wenn der Podcast vorbei ist, einfach mal ein Video von Tittenjörg anschauen. Aber nicht bei Pornhub eingeben. Ja, ja. Jörg Börjesson heißt der. Ja! Doch, ja. Der Name sagt was. Ja. Ja. Hat schön gecancelt hier. Da gibt es dann auch so Videos, wo der dann, wie gesagt, bei Markus Rühl auf dem Seminar ist und dann seine, wie Sommer schon sagt, seine kontroversen Fragen stellt und er aufklären will und dann. Ja, aber hat ihn sofort einer erkannt, dann sind die zu dritt auf den los, haben den gepackt und einfach vor die Tür geschmissen. Oh, geil. Ja. Ja, also richtig geil, ja. Der wäre eine Bereicherung hier, finde ich. Für die Ach Runde. Klar, natürlich kenne ich den, kenne ich, ja. Ach, hast du geblieben? Dann gibt es auch ein Video, ja, ja. Da gibt's auch ein Video, wo dann der, so ein angeblicher Steroidkonsument war dramatisch, der ist an der Nadel hängst mit Heroin und so. Hockt er dann bei ihm in seinem, das sieht aus wie ein Kinderzimmer, wo dann eine so eine Bank ist und da zeigt er ihm dann das richtige, naturale Training, ne, dass man das Gesunde. Ich weiß schon, was alle machen werden. Alle werden Tittenjörg googeln, die ihn nicht kennen, aber in Podcast. Ja, der wird jetzt einen richtigen Hype kriegen. Ja. Insta-famous jetzt. Ja. So, ich habe richtig viele Fragen, diese Woche und auch noch von letzter Woche, aber eine Sache wollte ich noch ansprechen. Und zwar ist mir nämlich in dieser Woche so eine Sache im Studio aufgefallen, die wir noch gar nicht diskutiert hatten. Dein Arsch ist gewachsen. Das sowieso. Haben wir noch gar nicht angesprochen, habe ich noch gar nicht gehört. Was geht teilweise bitte in Duschräumen bei den Herren ab? Also, jetzt weiß also ich dass nicht, da irgendwie Leute da gefühlt noch in kompletter Kleidermontur duschen, da habe ich mich ja mittlerweile dran gewöhnt. Weißt du, die Leute, die halt irgendwie da noch in Trainingshose duschen, weil sie sich genieren. Das ist ein neuer Trend. Ich sehe da Leute, die komplette Ganzkörperrasuren und was da alles abgeht. Also diese Woche war extrem. Echt? Ich dusche mich tatsächlich immer zu Hause. Ich habe keinen Bock, mich da zu duschen. Ich auch. Ja, genau. Wassersparen. Ich wollte gerade sagen, Kevin, danke. Wassersparen. Also ich mache das so, ich bin dann immer stolz auf mich, wenn ich 5 Tage am Stück nicht zu Hause geduscht habe. Also entweder in der Arbeit oder dann zu Hause oder dann im Studio. Dann denke ich mir, ja, hast du wieder 5 Euro gespart oder so. Schlau, ja. Nee, ich bin voll der Zuhause-Duscher. Ich habe hier so meinen Bartschaum und danach mache ich Öl rein und glätten und. Ja, ich habe so voll eine lange Bürste, damit bürste ich immer meinen Rücken und so. Ja, Rücken mache ich nicht, den muss Schatzi immer machen, so alleine. Ey, nee. Früher habe ich auch immer, Michel, komm, Rücken und irgendwann hat sie gesagt, ich kaufe, dann hat sie mir die scheiß Bürste da gekauft. Nee, ich dusche auch zu Hause. Aber das war früher schon so, FitX standen sogar so Schilder. Also. Ich habe sogar mal jemanden gefragt, also jetzt sage ich mal einen ausländischen Mitbürger, was das auf sich hat, dass man dass sie alle mit Unterhose gehen sollten. Ja, und er wollte mir erklären, dass es wegen der Religion so wäre, dass andere den Pimmel nicht sehen dürfen, Alter. Ich denke mir so, ey Leute. Aber rauchen, okay. Ja, okay. Man, ihr sauft Alkohol, seid zutätowiert. Ich wollte gerade sagen, aber dann gehe ich am Wochenende auf die Bergstraße und sauf ich dicht. Ja, Alkohol, saufen, zutätowieren und andere schlimme Sachen machen. Euro-Shisha-Muslims. Oh, jetzt haben wir das gesagt. Aber das nervt mich übel und ich konnte es auch, also teilweise, früher war das schon so, weil war das 2016, 17, da haben die sich auch, da standen dann so Schilder, bitte nicht rasieren, nicht in Unterhose duschen. Und ich habe am Anfang so geguckt, ich sage so, okay, wer duscht denn in Unterhose? Was ist das denn für ein Schwachsinn? Du musst ja auch 90% der Jungs. 90% aus dem Studio. Auch deutsche Jungs? Ja. Ja. Wie wäscht man sich dann unten rum, wenn man eine Unterhose hat? Weiß das noch von der Zeit, wo ich im Fitnessstudio gearbeitet habe, die 3 Jahre. Immer, ich musste immer Kontrollgänge machen. Aber du kannst ja keinen zum Beispiel, der jetzt wirklich da seine Religion auslebt, der doch wirklich exakt danach lebt, dem kannst du ja wahrscheinlich nicht sagen, wahrscheinlich kannst du sagen, du zu Hause nein. Dann, ne? Nein, habe ich nicht. Aber es ist halt wirklich auffällig. Aber kann mal einer kommentieren, der jetzt
nicht aus religiösen Gründen seinen Pimmel niemandem zeigen darf, warum man um alles im Namen mit einer Unterhose duschen geht? Scham vielleicht, keine Ahnung. Ja, ja, genau. Ja. Scham. Aber die haben doch alle einen Pimmel. Einer hat einen großen, einer hat einen kleinen, einen dicken, dünnen. Ja, vor allem ist es mir egal, was die über meinen Pimmel denken. Ja. So, ne? Ich meine, ich will ja nicht ficken oder so, weißt du? Das ist jetzt, ja, das sagst meine du Frau auch, jetzt sagen würde, du hast einen kleinen oder so, das würde mich nerven, aber das ist ja mir scheißegal, was der Hans Günther unter der Dusche denkt. Ey, ich hatte da tatsächlich mal mit einem drüber geredet, mit einem Jugendlichen im Studio. Ich weiß auch nicht mehr, wie er heißt. Ich dürfte den Namen jetzt wahrscheinlich eh nicht sagen, sonst schämt er sich im Grunde Boden. Und der hat tatsächlich gesagt, das war aus Scham, weil er sich nicht nackt zeigen will. Kevin, du sagst das so, aber jetzt denk dich mal in die Situation von 16-, 15-Jährigen. Wenn die Pornos gucken, ne? Ey, warte, die denken, Pornos sind normaler Sex. Ja. Die denken, so muss ihr Pimmel aussehen. Ist das kein normaler Sex, den mache ich irgendwas verkehrt, Alter? Aber die ihr wisst, was ich meine, ne? Die denken, so muss das sein. Die gucken auf Insta, gucken da, gucken dies, gucken das, ne? Die kriegen so viel Scheiße in ihr Hirn getrichtert mittlerweile. Die sind mit 14 schon so komplex beladen. Das können wir gar nicht mehr richtig nachvollziehen, ohne Scheiß. Leicht. Alter, früher Jugendfußball, keine Ahnung, da sind wir alle mit 13. Ja. Nackt rumgelaufen, haben uns geschubst und mit Seife abgeschmissen und mit dem Handtuch den anderen versucht, auf den Pimmel zu hauen, wenn er nicht aufgepasst hat. Da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, wie, keine Ahnung, Tobi und David meinen Pimmel finden oder so. Ja, ja, ich schwöre dir, das ist jetzt anders. Und wenn es dunkel war, sind wir nackt aus der Dusche und haben hier diesen Bauchrutscher über den Rasen gemacht und so eine Scheiße. Also die sitzen ja auch so in der Sauna. Kommt ja auch noch hinzu. Auch mit Schlüppi. Yeah. Ja, ja. Und teilweise dann noch Handtuch drum gewickelt, damit keiner was sagt. Also Sauna, guck mal, bei Dusche war es so, Dusche habe ich gesagt, zieh bitte aus, ne? Also, aber hab's jetzt nicht durchgesetzt oder sonst was, ne? Aber Sauna ist halt klipp und klar, da ausziehen und wenn nicht, dann halt raus. Und da bin ich auch immer der gewesen, der die Gänge gemacht hat, weil bei den Frauen wurden sie halt manchmal frech. Ja. Ja. Aber das ist schon ein Freak, ich kann vielleicht, also meinst du aus Scham? Ja gut, kann man sich... Kann gut sein. Also wenn es Religion ist, verstehe ich das. Kann man drüber reden, das ist alles okay. Aber halt auch in der Sauna, ne? Das stinkt halt einfach irgendwann nur. Wahrscheinlich noch vorher Sport gemacht und dann mit derselben Unterhose halt irgendwie in die Sauna. Ja, ja. Ekelhaft, Alter. Ja, genau, unhygienisch, wieso? Ja. Gut, das wollte ich nochmal losgeworden sein, weil irgendwie mich das gewundert hat. Ich habe wirklich jetzt letzte Woche 4-5 Mal im Studio geduscht und bestimmt 90% haben eine Unterhose an. Ich bin in so einem privaten Studio, wenn du nicht aufpasst und nicht umdrehst, hast du so diese alten Hängeklöten vom Opa im Gesicht, wenn er dir gerade erzählt, wie er früher ausgesehen hat oder so. Also, die Eier oder ein 30-Euro Parkticket, Alter. Oder das dann. Alter, ich habe es noch gesehen, als ich rausgegangen bin. Ich so, oh, Chris hat ein Ticket. Ich so, oh, zum Glück habe ich keins. Schnell weg. Ich hatte auch schon eins, obwohl ich das Ding drin hatte, ey. Ich habe das noch gar nicht bezahlt. Ich musste Dom erstmal nach der Telefonnummer fragen. Ja. Die Hunde. So, ein paar Fragen noch. Jo. Ja. So, fangen wir mal eine von letzter Woche noch an. Habt ihr Ticks oder komische Angewohnheiten? So mit Unterhose duschen zum Beispiel. Ich gehe gerne nackt duschen. Oh, macht man nicht. Ich lasse voll schlafen nackt. Ja, nackt schlafen tue ich auch, aber das ist kein Tick, oder? Nee. Ich lasse überall die Lichter an und dann sagt Michelle immer, dass ich überall Schlossbeleuchtung anlasse. Ja. Oh Junge, ich werde durchdrehen. Ja, glaube ich dir. Michelle dreht auch durch. Sie kriegt es aber nicht raus irgendwie. Ich schaff's nicht. Okay, warte, Schlaftick. In der Diät, jetzt um diese Jahreszeit, schlafe ich mit voller Montur. Jo. Weil ich Angst habe, krank zu werden. Krass. Okay. Aber eigentlich genau falsch. Beim Bund haben wir gelernt, selbst wenn es draußen kalt ist, sollst du deine kompletten Klamotten ausziehen, damit du dann am Tag, wenn du ja gut, da sind du auch draußen, ne? Ich meine, du hast ja wahrscheinlich zu Hause eine Heizung im Haus. Ja. Aber ich habe echt bei minus 5 Grad in Unterhose im Schlafsack gepennt, damit du halt am nächsten Tag was hast zum Anziehen, damit du eben nicht krank wirst. Okay. Ich muss immer doppelt checken, ob ich die Haustür abgeschlossen habe oder ob der Herd aus ist. Alter. Ja, das auch. Ja. Ich habe immer so eine Checkliste, bevor ich aus meinem Haus gehe, immer Handy, Geldbeutel, ich zähle immer alles laut auf und Michelle verarscht mich immer, damit ich echt nichts vergessen habe. Und immer bevor ich aus der Tür gehe, muss ich einmal selber mit meinem Schlüssel so klimpern, damit er da ist, ne? Wenn ich das nicht mache. Und selbst wenn ich weiß, ich habe ihn in meinem Rucksack hinten drin,
muss ich nochmal meinen Rucksack aufmachen, schauen, dass er da ist, und während ich da auf meinen Schlüssel schaue, kann ich jetzt die Tür zuziehen, weil mir ist schon zweimal die Tür ins Schloss gefallen, seitdem kaum geht es nicht mehr aus mir raus, wirklich. Ich sitze teilweise schon im Auto an der Straße, also habe mich schon ins Auto gesetzt und da kommt, hast du die Haustür abgeschlossen? Ja, das und nochmal. Ich vergesse öfters mal den Schlüssel im Auto. Also ich parke zu Hause, lasse einen Schlüssel stecken und gehe einfach rein und am nächsten Tag suche ich einen Schlüssel und dann hat er im Auto gesteckt. Geil. Aber das ist ein zweiter Schlüssel dann. Schlüsseligkeit. Nee, der steckt im Auto. Der steckt immer noch Auto auf und rein. Schließt den Auto sich nicht automatisch ab? Nee. Mann, schon. Der Ford Car von uns, Alter. Okay. Jetzt weiß jeder, wo das. Macht überhaupt nichts automatisch, ey. Jetzt kommen die Leute bei dir zu Hause vorbei und checken dein Auto ab. Um den Ford Car zu klauen, ja, genau. Gerne, genau. Gerne weg. Der Auspuff, Auspuff gammelt ab. Sorgen. Nehmt es mit, bitte. Ja. Machst du doch absichtlich, oder? Damit du dir den Sorgenkosten sparen kannst. Also, lässt extra noch eine Tür offen. Aber ich habe eigentlich keine Ticks, glaube ich. Hypochonder doch, oder? Ja, genau, ja, wenn das ein. Ja. Ich knack's viel mit meinen Fingern immer. Ich muss immer Finger knacksen. Hast schon viele Ticks, ey. Ja. Finger knacksen, ja. Das haben wir. Beinwippen. Was sagst du? So mit dem Bein wippen die ganze Zeit. Das nervt mich auch, wenn das einer hat. Ja. Oder? Ja. Du hast in der Schule immer einen irgendwo da sitzen, der gesagt. Ja, wenn man es hört oder so, ne? Das ist so nervig. Boah. Wer macht denn das? Du, Chris, oder was? Ja, ich. Ja? Ja. Ja, ja, wenn man es nicht sieht, ist es nicht schlimmer. Manchmal hast du so einen, da hörst du das, weil der irgendwie was bewegt oder so. Oder du siehst das die ganze Zeit. Ja. Das kann ich nicht. Ich habe perfektioniert, das siehst du nicht, das hörst du nicht. Es ist einfach da. Ja, okay. Flash. Okay. Kevin, noch irgendeinen Tick? Was? Hast du noch irgendeinen Tick? Also ich habe das auch oft, dass ich dann nochmal, also schon im Auto sitze, nochmal reingehe und schaue, ob ich den Herd ausgemacht habe oder sowas. Vor allem beim Herd ist es ganz schlimm. Ja. Und oder Haustür zugezogen oder Terrassentür zu oder sowas. Aber jetzt, ich glaube jetzt nicht krankhaft, also jetzt nicht jedes Mal oder so, sondern ab und zu habe ich dann so Anfälle und dann muss ich das prüfen. Also nicht so wie Ingo. Immer, jedes Mal. So, ich bin schon aus meiner Wohnungstür draußen, dann mache ich es einmal und dann aus der Haustür mache ich das gleiche nochmal. Das ist total bekloppt, obwohl ich sowieso, wenn ich jetzt den Schlüssel vergessen hätte, würde ich sowieso schon nicht mehr reinkommen, weil ich schon aus der Wohnung draußen bin, aber bei der Haustür check ich es nochmal. Also. Okay. Zwei kurze Fragen zur Ernährung, kann schnell gehen. Was haltet ihr von Creme Fien 7%? Ja, auf Season voll cool. Was? Machen. Was ist denn das? Kenn ich nicht. Sahne. Ja, das ist so eine Sahnesoße mit reduziertem Fettanteil. Mhm. Ja, wenn es in deine Kalorien reinpasst, ja, ein bisschen okay. Nicht. Ich glaube pflanzlich, ne? Ja. Ja. Also ich weiß nicht, ob Schatz sie noch benutzt oder so, aber früher habe ich das ab und zu mal genommen. Das ist ja wirklich nichts. Das hat irgendwie 15 Kalorien oder 12. Also wenn du das ein bisschen in deine Mahlzeit reinmachst. Okay, und ist Milchreis, also dieser Milchreisreis, genauso gut wie Reisflocken? Ja. Dann noch nicht so weit aufgespalten, ne? Aber es ist halt Reis. Ey, früher habe ich nur diesen Barbolit-Reis gegessen, weil der glykämische Index und so eine Scheiße anders ist. Habe ich irgendwann komplett drauf geschissen und es hat trotzdem alles funktioniert. So, ne? Also ich finde, also an der Stelle muss ich mal an alle sagen, Alter, verkopft euch doch nicht in so einer Scheiße. Fresst einfach. Ja. Reis ist Ob Reis, Reis oder Reisflocken oder Reiswaffeln oder Puffreis. Drauf geschissen, Alter, esst doch mal. Also, Puff gesagt. Ja. Nee, Reis ist Reis. Ja, rein damit. Machst du den Podcast hauptberuflich? Ja, na ja, klar. Nee, bin ich nicht. Würde ich gern. Also Beruf Podcaster. Kauf mal Elite ein, Alter. Ich muss das hauptberuflich machen hier. wann kommt Mike Sommerfeld dazu? Ja, wenn ich ihn einlade und der annimmt. Noch nicht eingeladen? Soll ich ihn einladen für eine Runde hier? Zirp. Ja, kannst du machen. Ganz unbedingt. Dann lade ich ihn mal ein. Mach auf den Samstag. Ja, mach auf den Samstag. Mit Anton. Das wird spaßig. Oh Mann, nein, ich mag Mike. Beziehungsweise, ich finde ihn interessant. Er kann gerne mal reinkommen. Ich mag Reis.
Nehmt ihr Glutamin und ist das eurer Meinung nach sinnvoll und notwendig? Notwendig ja. Nicht, aber ich nehme es ja. Ich finde es sinnvoll. Ich finde es auch super. 20, 30 Gramm. Aber nichts ist am notwendig. Tag. Am Tag, ja. Ja. Also notwendig ist ein Supplement nie, aber sinnvoll ist es auf jeden Fall. Welche Trainingsphilosophie habt ihr gehabt und macht nun das genaue Gegenteil? Ich habe Volumen trainiert und mache jetzt Hit. Aber die Frage ist ja schon selbst beantwortend. Ja, oder? Ja. Frag ihn doch mal, wie viele Trainingsphilosophien es gibt. Ja, frag ich mal zurück. Also, wie viele Trainingsphilosophien gibt es oder was meinst du? Nie wieder Socken tragen oder nie wieder Schuhe? Nie wieder Socken. Nie wieder Socken. Ja, nie wieder Schuhe. No-brainer, oder? Also ich liebe Socken. Scheiß auf Schuhe. Im Winter? Ich zieh einfach 5 Paar Socken an, egal. Ja, die gehen auch durch im Winter. Nee, dann zieh ich ein 6. Paar an. Ist mir scheißegal. Ich zieh keine Schuhe an. Das 6. 100%. Komm mal, ab jetzt. Okay, ab jetzt. Okay. Ja, okay, geil. Ja. Jetzt hört's wieder auf. Obwohl. Nee, natürlich. Nie wieder Socken würde eigentlich auch gehen, wenn du halt im Winter diese Frauen immer tragen, diese Axt, weil sie mit Fell ausgepolstert sind. Ja, oder einfach eine Aldi-Tüte so drüber und so eine kleine ein Aldi-Tüte. Ja, das ist noch so ein optisches Highlight, ne? Ja. Und dann auch mit der Tumperhose und hier Oversize-T-Shirt ein bisschen. Obwohl, aber ohne Scheiß, die ganze Zeit Schuhe tragen ohne Socken ist schon mies, ey. Fängt voll an. Deswegen, komm in Team Socken. Also, wenn es mir optisch egal wäre und das wäre jetzt so wirklich, ginge uns überleben, würde ich wahrscheinlich auch eher Socken mehrere anziehen, weil dann läuft man sich auch keine Blase und so einen Scheiß, sag ich mal, so eine Endzeit-Theorie, weißt du? 6, 7 Paar Socken und darum einfach irgendwas, was trocken hält. Weil so ein abgelatschter Gummi, also selbst so ein alter Kampfstiefel ohne Socken, da kriegst du die schlimmsten Entzündungen und Blasen drin irgendwann, glaube ich. Stimmt, ja. Hast ja nicht so viel laufen. Okay, nächste Frage. Hemmen EAAs nach, was? Nach oder vor nüchternem Cardio die Fettverbrennung? Minimal, aber ich würde einfach nüchtern Cardio machen, das heißt ja auch nüchtern, Alter. Ja. Also wenn minimaler Blutzuckeranstieg. Ja. Und wenn du es danach nimmst, steht nämlich auch danach, nach nüchternem Cardio Fettverbrennung. Und du hast Cardio gemacht, wirst wahrscheinlich diesen Nachbrenneffekt haben. Frage, würdet ihr Netties, tief in der Diät, nüchternes Cardio, vorher ERAs, ja oder nein? Nein, würde ich nicht machen. Nee. Ich schon. Auch nein. Ich schon. Ja, also bin gerade ich bei Netties ist der Muskelverlust dann an dem Punkt irgendwann so krass, dass ich sage dir, diese 15 Gramm ERAs, die dann quasi als Proteinquelle dienen, für die Muskulatur oder um die Muskulatur zu halten, ist für mich sinnvoller als das Risiko einzugehen, dass Muskulatur verbrannt wird. Aber wenn du deine Herzfrequenz einfach auf 120 lässt, verbrennst du so gut wie keine Muskeln. Das stimmt nicht als Netty, das stimmt nicht. Aber das ist das behindertste Thema. Was ist denn am Netty-Körper anders wie an dem Stoffi-Körper? Du kannst deine Muskulatur viel schlechter konservieren im Kaloriendefizit, weil der Körper natürlich die Muskulatur, wenn er dann Energie braucht, natürlich die Muskulatur viel einfacher in Zucker umwandeln kann als Fett. Ja, bei nüchtern Cardio bist du sofort in der Lipolyse. Das ist doch die beste Zeit, egal ob natural oder nicht, Cardio zu machen. Da müsst du ja noch mehr Cardio machen, um noch mehr Fett zu verbrennen. Wenn das ja, aber da kann ich doch trotzdem 15 Gramm ERAs zum Muskelschutz dazu nehmen, meiner Meinung nach. Ja, Latte, aber rein theoretisch, glaube ich, wissenschaftlich von der Theorie her, Cardio einfach nicht im Hochfrequenz möglichen, also in einem Herzfrequenzbereich machen, wo der Körper Fettverstoff wechselt, dann bist du safe. Das sowieso nicht, aber also, wie gesagt, das ist, wurde gefragt, meine Meinung ist, ja. Ich würde 15 Gramm ERAs davor dazu nehmen. Ich glaube, die letzten Wochen, also wenn die richtig crispy sind und so, ne, kann es Sinn machen, weil das Defizit so krass ist. Aber glaubst du, diese 15 Gramm ERAs wird der Körper jetzt benutzen, um irgendwie Muskeln aufzubauen? In dem Moment geht es doch darum, du wirst Fett verlieren. In dieser halben Stunde, die er Cardio macht, da wirst du Fett verlieren und danach wirst du wieder gegen das Katabole ankämpfen. Ne? Wenn du jetzt quasi da auf nüchternen Magen die 15 Gramm ERAs nimmst, wird die 15 Gramm ERAs nehmen, als erstes verbrennen, als Energie und dann kommst du in die Fettverbrennung. Also ich denke, die 15 Gramm ERAs sind komplette Verschwendung. Ne? Könnte man eher sagen, ich lasse den 30 Gramm Kohlenhydrate vorher essen, damit er dann halt wirklich nur ein höheres Kaloriendefizit fährt und keinen Muskelverlust hat. Müssen wir mal versuchen. Dann macht dir das nüchtern Cardio keinen Sinn mehr. Genau, aber bei
Ja, egal. Wir brauchen weniger. Ja, aber wenn du jetzt bedenkst, du hast ja auch einen Leucinanteil, einen hohen Leucinanteil und was weiß ich, was dann wieder bestimmte Pathways aktiviert, die dann eben dem Muskel halt dienen können. So erkläre ich mir, also ich, wie gesagt, wenn mir das einer ganz, ganz genau erklären kann, dann ändere ich meine Meinung auch gern. Aber bislang bin ich immer noch so der Meinung und habe das auch bei mir selbst so gemacht in der Diät, dass ich da immer eher Ass davor gegessen habe. Weil du auch natural Diät gemacht hast. Ja, genau. BCA-Kapseln, Digga. Ja. Du könntest das nur testen, wenn du eine Spiroergiometrie machst. Einmal mit ERAs davor, einmal ohne ERAs davor und dann misst du über die Atemgase, wie viel Prozent Fette, Proteine, Kohlenhydrate quasi rausgehen. Da gibt es doch 100% eine Studie. 100%, aber die wahrscheinlich von einem Supplement-Unternehmen gesponsert ist. Ja, genau. Komm, nächste Frage. Reicht jetzt. Okay. Was wäre euer Traumberuf fernab vom Bodybuilding? Pilot, ne? Pilot? Ja. Also ich wollte früher sehr, sehr lange Zeit Pilot werden. Also Beruf jetzt wirklich was Beruf? Also ich sag mal, Millionär ist jetzt kein Beruf, ne? Pornodarsteller ist ein Beruf. Boah, ey, stell dir mal vor, du musst da irgendeine schranzige Alter wegbunzen, ey. Boah. Du bist ja selber schuld dran, in welcher Nische du tätig bist. So. Alter, fällt mir gar nicht ein, ehrlich. Fußballprofi. Ich auch in die Richtung. Ich muss sowas wie Golfprofi, weißt du, einfach den Highlife in Tütenleben da ab und zu mal ein bisschen golfen. Oder hier diese Reisetester, weißt du, die Kohle kriegen dafür, dass sie verreisen und so. Ja. Das ist gut. So Food-Tester ist auch was Geiles, wo du richtige Sterne-Restaurants gehst und das geilste Essen kriegst immer hier. Auch cool, glaube ich. Nee, ich hatte ja Psychologie studiert, also ich wollte tatsächlich auch Psychologe werden, aber nicht jetzt Psychiatrie oder Praxis, sondern so betriebliches Gesundheitsmanagement, also in der freien Wirtschaft, in Firmen. Hätte mir auch Spaß gemacht. Ja. Geht in dieselbe Richtung. Also jetzt kein Bodybuilding, aber halt Sport und Gesundheit, ne? Hä? Achso, ja. Sicher, dass du das studiert hast? Ja, gut, komm. Ich finde das, was Dommel gesagt hat, ziemlich gut. Da würde ich mich reinklinken. Also so irgendwie Reisetester. So Hoteltester im Ausland oder... Oder anderer Sportprofi, wo du richtig Kohle machst. Ne? Irgendwas entspannt, ja, sowas wie Dart oder sowas. Da musst du nur die ganze Zeit Dinge machen. Und saufen. Ja. Pokerspieler professionell. Oh. Okay. Oder so Gamer, so richtig einer der besten Gamer, ist glaube ich auch krass, ja. Was ich gemacht hätte, wenn ich nicht Bodybuilding gemacht hätte, wäre wahrscheinlich Boxen als Sport, ne? Aber das ist cooler, also langfristig hat mich früher schon teilweise genervt, wenn du dann mal aufs Maul gekriegt hast. Langfristig ein geiler Beruf ist. Ja. Dann bitte ein guter Boxer, der nicht verliert. Ja, nie verlieren. Ja, schwer. Mit Anfang 30 in den Aufbau gehen. Für wie lange und gleich mit oder ohne PEDs? Digga, null Information, ich hasse das. Ist das der Typ, der mir auch immer Fragen stellt auf meine Fragerunde? Wie heißt der? Ich liebe so spezifische Fragen, liebe ich. Mega. Ich bin Anfang 30, habe keine Information, wer du bist, wie lange Aufbau und gleich mit oder ohne Stoff. Also ich würde sagen, 3 Gramm Testo die Woche, 2 Gramm Trennen und 10,5 HGH. Ich habe ein kaputtes Auto, was tun? Also einfach so, genau. 29 wäre es okay, mit 30 würde ich es nicht mehr machen. So. Spät. Also Leute, um mal freundlich zu sein, ihr müsst da ein bisschen spezifischer werden. Ihr müsst sagen, wie viel Trainingserfahrung, was ist euer Ziel und so weiter und so fort. Was esst ihr? Das muss schon mal ein bisschen sagen, damit man so eine entscheidende Frage beantworten kann. Allein wenn die Frage stellen, ich glaube, ich habe es sogar schon mal in der Fragerunde gemacht, ich will es nur nicht zu oft sagen, weil man sich wahrscheinlich die Leute vergrault, aber wer die Frage stellt, der hat es überhaupt nicht verdient, eine Antwort zu kriegen, weil die Frage so hirnrissig ist. Der sollte keinen Stoff nehmen, der sollte am besten die Haustür nicht verlassen, weil der wird wahrscheinlich wegen natürlicher Auslese verrecken, wenn er vor die Tür geht. Thomas, ich dachte, du sagst es, wer diese Frage stellt, sollte niemals mit Stoff anfangen. Ja, unter anderem. Niemals. Genau. Wer fragt, sind 250 Droster und 500 Deka okay? Nein, für dich nicht. Für dich ist nichts okay, weil du das Thema Stoff überhaupt nicht in Erwägung ziehen solltest.
Wenn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man dann darauf antwortet oder nicht darauf antwortet oder nur kurz darauf antwortet oder so antwortet wie Dome, werden die auch manchmal echt frech. Hat die noch nicht. Also bei mir sind es viele, die sowas machen, also so viel, sowas fragen. Ne? Hm. Oder die schicken mir einfach Bilder ohne Hallo, ohne irgendwas. Hm. Habe ich Potenzial für die Bühne. Hm. Also nur der Satz und nur Bilder. Sonst gar nichts. Habe ich locker innerhalb der letzten 4 Monate schon kaum 60, 70 Mal gekriegt. Ne? Und da sagst du halt auch irgendwann so dasselbe. Ne? Und ja, dann kommt zurück so, gib mal richtige Tipps, sei nicht so abgehoben oder so, ohne Scheiß teilweise. Die Leute müssen sich auch vorstellen, weißt du, auf der Straße geht ja auch keiner zu dir her, Chris, schau hier Fotos, wie so kann ich auf die Bühne, ne? Die bisschen Höflichkeit oder ein bisschen Respekt oder so gehört immer dazu, mindestens ein Hallo, könntest du mir vielleicht weiterhelfen, einfach so nette Floskeln, die helfen manchmal so viel weiter, das checken die Leute manchmal gar nicht mehr, die haben gar keinen Respekt. Manchmal schreibe ich auch einfach, die sollen mich privat, also ich mache meistens bei Big Song diese Fragerunden, weil ich bei mir das versuche zu vermeiden, weil mich diese Fragen halt, also es hilft halt keinem. Es hilft weder dir, es hilft der Person nicht, weil wer so eine Frage stellt, der ist auch, also das macht einfach keinen Sinn für diese Person Stoff zu nehmen, finde ich so, ne? Und bis jetzt habe ich Glück, dass eigentlich immer alle höflich sind, aber ich mache das so oft lustig. Ich sage dann immer so, weiß ich nicht, irgendwas Lustiges. Also wegen Chris meine ich jetzt, das geht eigentlich immer so. Ich hatte doch, aber du hast auch natürlich viel, viel mehr Reichweite, ne? Ja, bei mir ist wegen den Erklär-Reels kriege ich sowieso sehr viele Leute, die einfach so fragen. Was ja auch vollkommen okay ist. Ich meine, ich beantworte immer noch alles. Ich bin ein paar Tage hinterher, aber ich beantworte immer noch alles. Mhm. Aber das ist dann, glaube ich, auch mit den Followern dann die Häufigkeit. Also, dass ich das in der Summe halt, ne? Das wahrscheinlich auch viele Follower, die dich vielleicht gar nicht so feiern, sondern weil du halt so eine mega Präsenz hast, dir sind sie gefolgt. Und ich glaube, bei mir sind Follower, die mich cool finden, weil ich kriege wirklich wenig, also ich kriege wenig schlechte oder böse Nachrichten. Ja, nee, ich krieg, also wenn ich, das war jetzt nur so ein das passiert nicht oft, das ist nur manchmal. Person, ne? Ich, weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. So ein Promi wird Beispiel, auch am Tag 50 Mal beleidigt, so, und keiner kennt den. Hier, wenn ich zum Beispiel mein Reel über Impingement, das war ein Highlight. Ich habe manchmal Reels mit so ein paar kontroversen Themen und wo ich weiß, alles klar, ich kann das jetzt nicht so fachgenau machen, weil dann versteht es Otto normal nicht, wofür es aber eigentlich gedacht ist, ne? Nur dann, Alter, ich habe von manchen Physios Nachrichten gekriegt oder von Sportwissenschaftlern. Das ist ohne, die gingen mir so auf die Eier teilweise. Das ist doch nur Ego-Befriedigung in dem Moment. Ey, vor allen Dingen sind das immer welche, die sich nicht erwähnen lassen in Kommentaren. Das sind mir schon mal immer die Besten, die das ausgeschaltet haben. Ne? Und du hast dann zum Beispiel Impingement, ist sowieso heiß diskutiert und so ein Scheiß gibt es eigentlich nicht mehr, weiß ich alles. Aber Otto Normal kennt noch den Begriff. Und das war ein Aufklärungsding, ne? Ey, die schreiben mir solche Texte mit Halbwissen, sollte man sowas nicht machen, mach was du kannst, bla bla bla. Also nur Leute, die mir auch nicht folgen. Ne? Die dann halt so dieses Reel gesehen haben, weil es dann wieder geteilt wurde und so ein Scheiß, ne? Ja, das geht mir echt manchmal so auf die Eier. Ja, das ist fies. Ich kann's dir jetzt nicht sagen, welches. Manchmal denke ich mir auch so, es ist wahrscheinlich schlecht, an dem Thema anzuschneiden, wenn man nicht ins Detail gehen kann, weil ich mir dann auch mal denke so, ey, das ist voll angerissen. Ich würde es zum Beispiel gar nicht machen. Aber ich finde es auch brutal schwer. Ich habe jetzt auch hier mit diesem Essen da irgendwie mal 3 solche Reels produziert. Es ist ja mega schwer, in einer Minute was reinzukriegen. Und wenn einer dann nett fragt, sagen wir mal, bei dir schreibt ein Physio, der schreibt dich nett an und sagt, hey, das ist aber viel tiefgründiger und weißt du denn das und das, dann kannst du dem ja auch adäquat antworten. Genau, ja, mache ich ja, ja klar. Und du bist ja dann nicht so, sagst du, ich habe keine Ahnung. So, weißt du, du bist ja dann nicht so. So, das ist ja dann eine vernünftige Herangehensweise. Aber ich verstehe teilweise, was die meinen. Ich denke mir ganz oft auch so bei, nicht jetzt bei dir, ich habe jetzt keine, manchmal siehst du ja Reels, wie irgendeiner was erklärt. Ja. Und dann denke ich mir so, ey, lass es sein, weil das ist viel zu sehr angerissen, anstatt dass das Leuten hilft. Weißt du, was ich meine? Ja, oder Mehrteiler oder so. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Genau, oder Mehrteiler oder irgendwas. So. Ich finde das Thema eh schwer. Aber alles, was man sich von dir anguckt, ist ja prinzipiell so, dass es, sage ich mal, 90% oder 80% der Leuten weiterhilft. Und das ist ja schließlich mal auch der Gedanke hinter deinen Reels. Ja, ja, sicher. Nicht einem Sportwissenschaftler erklären, keine Ahnung, wie viel Leucinanteil der pro Mahlzeit braucht, damit seine Proteinsynthese anläuft, sondern du sagst einem Anfänger, ess mal 2 Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht, dann läuft das so. Ja, ja, genau. Und irgendeiner, das geht deine Niere kaputt und bla und hier. Ja, aber man, 2 Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht ist für einen Anfänger, der Sport macht, schon voll okay.
So, das ist auch meistens nach oben, nach unten, nach rechts, nach links, dass es das gibt, genau. Das ist ja dahingestellt. Das ist ja auf jeden Fall. Bei den Anfänger-Reels kommt das meistens gar nicht, weil die sind halt komplett so, ne, grundlagenmäßig. Wenn du dann welche hast, zum Beispiel auch bei Maximalkrafttraining und Hypertrophie, so mit intramuskuläre Koordination und sowas, ne? Bei solchen speziellen Sachen, das ist dann wieder was, da kommen die dann wieder um die Ecke. Immer bei sowas. Da klugscheißen irgendwie. Immer bei sowas. Das ist halt immer, wenn jemand meint, Expertise zu haben oder in dem Fall hat, du meinst, du hast sie ja, du brichst es halt nur einfach runter. Aber dann kommen halt irgendwelche Leute, die halt das irgendwo da sich studiert haben, irgendwo Experten sind und die halt sich dann auch auf einen runterholen, dich halt zu berichtigen. Ja, das ist, genau darum geht's. Weil manchmal sagen sie auch gute Sachen, ne? Da sage ich dann, ey, hast du recht, ich wurde, glaube ich, dreimal bisher korrigiert, weil ich dreimal einen Flüchtigkeitsfehler gemacht habe, die vollkommen, ne, wo die Leute recht hatten, da sage ich, ey, scheiße, sorry. Oder habe Avid gesagt, hier, das nehmen wir runter, das geht nicht. Aber manchmal ist es wirklich das, was du sagst, das ist dieses, manche haben im Leben einfach selber nichts, sitzen da vorm Handy, haben irgendeine schlechte Laune wegen ihrem Job oder irgend sowas, ne, und dann gucken sie, wo kann ich jetzt irgendeinen Scheiß fabrizieren. Ich habe letztens ein Reel gesehen von, ich will gar nicht sagen von wem, meine Top-Übung fürs Latziehen und dann war, für den Latissimus, meine Top-Übung für den Latissimus und dann war einmal Latziehen zur Brust und einmal Latziehen hinterm Kopf. Geil. Wo du nur denkst, so, Leute, das ist auf so vielen Wegen einfach falsch, aber ich habe irgendwie auch nicht die Muse, mich da hinzusetzen und da jetzt dann groß irgendwelche Texte zu verfassen oder da den Besserwisser raushängen zu lassen. Ich scroll dann einfach weiter. Ja, du hast erfolgreiche gesagt, Leute haben auch Besseres zu tun, als irgendwelche Deppen zu korrigieren. Ja. Also ich habe einen ganzen, mein Tag ist voll, Alter, was, wenn ich dann in Instagram bin, dann beschäftige ich mich mit schönen Sachen, aber nicht, um mit irgendeinem Stress anzufangen, wo es mir eh egal ist, Alter. So. Richtig, weil ich dann weiß, da verschwende ich jetzt wahrscheinlich anderthalb Stunden Energie und Hirnschmalz rein, mit dem Typen zu diskutieren. Am Ende rege ich mich dann noch auf, dann habe ich noch Cortisolausstoß und was weiß ich was. Was du gesehen hast, da würde ich dann vielleicht schon mal so drunter schreiben, du tust weder dir noch den Menschen, die dir folgenden gefallen. Alter. Ja, da habe ich die Diskussion wieder. Ja, genau. Ah, ich weiß, aber ich finde das einfach, das, also... Ich finde es auch nicht schlimm, dass es 80 Millionen Coaches gibt. Also ich weiß nicht, wie viele Coaches ich coache. Ich glaube 90. Ja, aber wenn ich dann so sehe, was die dann von sich geben, dann denke ich mir manchmal, machst du dir eigentlich Gedanken darüber, was du damit eigentlich Leuten antun könntest, mit deinem Schwachsinn, was du so erzählst? Jetzt sei es mal dahingestellt, dass das Latziehen im Nacken generell scheiße ist. So, ne? Eben. Aber du hast da jetzt so Leute, die sich das angucken, und dann machen die das einfach so die ganze Zeit. Ein Jahr lang oder zwei und dann irgendwann haben die Schulterprobleme und die raffen das nicht. Ich erkläre das immer so, wenn Kfz-Mechatroniker erkennst du, da fährst du hin, der repariert dein Auto. Wenn du nach Hause fährst und dir fällt ein Reifen ab, dann weißt du, der ist scheiße, da gehe ich nicht mehr hin. Oder du gehst noch einmal hin und knallst ihm eine. Aber wenn du dir jetzt einen Fitnesstrainer holst und der erklärt eine Frau, ey, im Aufbau musst du dreimal 250 Gramm Fleisch essen, abends 250 Gramm Lachs und bla 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 und die... Und ein 60-Kilo-Mädel knallt sich dann 400 Gramm Protein rein. Das rafft die ja nicht sofort. Das kriegt die ja ein Jahr hin und vielleicht macht die auch Fortschritte, weil die ja trainiert. Aber irgendwann ist es halt gesundheitlich scheiße. Aber du raffst es ja nicht sofort. Es ist ja nicht so, die isst einen Tag 400 Gramm Protein und weiß am nächsten Tag, das war jetzt aber Mist. Ne? Von daher weiß ich nicht. Da ist halt kein geschützter Beruf, aber das ist für mich so ein Dorn im Auge. Ich hasse das. Ich gucke mir so viel an und denke mir bei so vielen Sachen, lass es doch einfach, mach irgendwas anderes, keine Ahnung, geh kellnern, mach deinen Beruf, den du hast, aber warum jetzt noch der Zehnte, der mit Coaching anfangen will? Ja, und das ist dann halt aber auch das, was der Physio, der sich jetzt Chris im Pinchment-Video anguckt, denkt so, ach Digga, da habe ich jetzt jahrelang studiert, das ist aber jetzt schon ein bisschen grob falsch, was du da erzählst. Ja, soll ich es jetzt nicht gesehen. Ich kenne so viele Physios, die das geguckt haben und nichts gesagt haben. Ja. Also, okay, ne, einfach ich wollte gerade sagen, weil den Nacken ist scheiße. Ja natürlich. Weil sie den Sinn verstanden haben. Aber du hast immer solche dabei. Und am Anfang war es tatsächlich noch so, die Reihenfolge war so, ganz am Anfang hat es mich nicht interessiert. Dann hat es mich irgendwann interessiert, weil es mich getriggert hat. Dann habe ich mit denen diskutiert. Da haben mich ein paar von denen gemeldet, weil ich dann ein paar beleidigt habe, aus Versehen. Aus Versehen. Weil ich mich dann aufgeregt habe. Arschloch. Dann habe ich angefangen, einfach zu blockieren, tatsächlich. Hm. Gerade jetzt in der Diät, Alter, ich setze mich damit nicht auseinander. Ja. Oder unter den Motivationsdingern, die mit Abstand die meisten Leute feiern und so. Oder auch Bilder, das ist dann wegen der Reichweite. Irgendwas wegen Stoffer-Kommentare und nur wegen Spritze oder so. Ne?
Ehrlich, wie oft ich jetzt schon den einfach nur so zwei Spritzen-Emojis unter Beiträgen hatte oder so. Jetzt seit längerem schon nicht mehr, aber am Anfang. Oh, blockiere ich jetzt und fertig. Irgendwann, was haben die Leute davon? Was hat dir jetzt den, was für ein Gefühl löst es in dir aus, dass du jemand anderen jetzt so eine Scheiße reindrückst? Ich kann es nicht nachvollziehen. Halt nicht ab, dass du da bist und jemand anders da ist und deswegen musst du das irgendwie kompensieren, indem du den einfach runterziehst. Also du meinst wirklich, dass es runterziehen ist dann wirklich... Dass du ganz kurz wieder auf dem Level bist, in dir kein schlechtes Gefühl haben musst. Wenn du mit denen diskutierst, ne, dann hast du einen halben Tag schlechte Laune, ich schwör's euch. Ja. Deswegen. Und überzeugen wir es eh nicht. Nee, das ist mir echt nicht mehr wert, Alter. Deswegen einfach weg. Noch ein Wort zur Höflichkeit. Ich habe vorgestern mit Samson Dowder einen Podcast aufgenommen. Vorgestern. Ich habe ihm geschrieben, er hat mir direkt geantwortet, meinte, Digga, machen wir, kannst du Sonntag. Direkt. Es war keine Verhandlung. Und ich habe ihn dann am Podcast auch gefragt, warum zur Hölle kommst du in meinen Podcast? Warum? Hast du nichts Besseres zu tun? Und er meinte, weil du höflich gefragt hast. Ja. Oh. Und er meinte, es gibt so wenige Leute, die noch Etikette, Anstand und Respekt haben. Und das fand er so geil, dass er gesagt hat, ja, mache ich. Mega. Das. Jetzt finde ich ihn noch geiler. Ich fand ihn ja vorher schon voll cool. Also nochmal, Leute, es geht halt auch nett und bringt euch wahrscheinlich tausendmal weiter, als wenn ihr da rumpöbelt. Ja. Ja, leider ist die Generation, die jetzt so nach uns kommt, irgendwie habe ich das Gefühl, die sind so die Generation, die für ihre Aussagen nicht auf die Fresse gekriegt haben. Also wenn ich früher zu irgendeinem hingegangen bin, der ein bisschen mehr auf dem Kasten hatte als ich und habe gesagt, ey, du siehst scheiße aus, dann habe ich einen auf die Schnauze gekriegt. So, und heutzutage läuft ja alles nur noch auf Social Media ab. Du kannst dich dann in deiner Blase bewegen und was weiß ich was. Und du wirst einfach für deine Taten oder Aussagen nicht mehr zur Rechenschaft gezogen. Ich wäre auch besser im Mittelalter geboren, weißt du, wenn irgendeiner nervt, Axt dem Kopf abschlagen und weiter. Zu dem, was Kevin gerade gesagt hat, ja, sind auch meistens dann Fake-Accounts, ne? Ja. Ohne Gesicht und so. Ja, also, ja, aber das ist generell, finde ich, ein Thema, was aktuell so zum Beispiel Autofahren. Im Auto haben alle so eine große Fresse und fühlen sich sicher, als wenn man nicht weiß, dass man so eine Scheibe einschlagen kann oder eine Tür aufmachen. Wenn dann der Zeitpunkt gekommen ist, wo die Tür auf ist oder die Scheibe eingeschlagen, dann fangen sie an zu heulen und entschuldigen sich. Ja. So, das Gleiche ist Social Media. Keine Ahnung, da sitzt... Wenn die Scheibe eingeschlagen ist, dann heulen sie. Nein, ich habe mir einmal die Mühe gemacht, über einen Kumpel, der sich so IT-mäßig auskennt, rauszukriegen, welche Stadt, welche Straße und so ein Kram. Weil mich da einer hardcore penetriert hat. Ich wollte ihn noch nicht blockieren, keine Ahnung, da hatte ich eine coole Woche und hab mich da echt reingehackt und investiert, habe dem Kumpel da Bescheid gegeben. Der hat irgendein Spiel gespielt hier, so ein Online-Spiel, das war auch zu sehen auf der Seite und er hat gesagt, ist kein Ding, man kann den mit dem Namen irgendwie eine Einladung bei diesem Game schicken und dann kann man die IP hosten, keine Ahnung, ich kenne mich da so nicht aus. Und dann habe ich den halt irgendwann, als der dann wieder irgendwas Negatives kommentiert hat, mich beleidigt, habe ich den dann geschrieben, ob Frankfurt eine schöne Stadt ist. Und dann hat er geschrieben, oh, hast du meine Stadt rausgekriegt, Color-Typ, wieder so beleidigt. Ich sag, ja, ich sag, die und die Straße. Und dann hat er so ganz langsam gerafft, so, okay, der weiß, wo ich wohne, ne? Und dann denke ich mir immer so, ja, was ist das für ein Verhalten, dass man Leute dumm anmacht, nur weil man Angst oder weil man keine Angst haben muss, dass man aufs Maul kriegt, so. Das ist das. In der Neuzeit, so wie du sagst, ey. Früher hast du einen, keine Ahnung, in der Schule habe ich einen 10. Klasse angemacht, dann hat er mir in der ersten großen Peise aufs Maul gehauen, so. Ja, genau. Du hattest einmal eine große Fresse und dann hast du es gelernt. Und dann hast du gedacht, okay, jetzt vielleicht mal besser die Schnauze halten. Ja, ich verstehe es auch nicht. Das ist eine der Sachen, die mich total aufregen, so auch im Real Life, keine Ahnung. Mit diesem Corona-Masken-Scheiß. Wenn ich da so einen 75-Kilo-Zahnstocher anbrüllt, dass du deine Maske nicht aufhast. Ich denke mir, Junge, Alter, weißt du eigentlich, was mit dir passiert, wenn ich gleich in 5 Minuten keine Lust mehr habe, mich mit dir zu unterhalten? Also Konsens ist erstmal, wir beantworten gerne alles, wenn man nett fragt. Stimmt, daher kommt es. Voll abgewichen. Auch wenn es kontroverse Fragen sind, so weißt du, auch wenn es irgendwie dann, wirklich kontroverse Fragen sind oder die dann irgendwie herkalkes Thema oder irgendwas. Ist so. Wenn man einfach fragt, ey, was hat es da und damit auf sich oder warum oder wieso oder ich habe da mal eine Frage oder bla bla bla, muss man sich nachkriechen. Aber wenn du dann schon ankommst mit, du Bastard und was willst du und dann einfach nur. Was soll man da reden? Nein. Ich war im Edeka, hatte meine Maske hier und dann kommt eine Verkäuferin und sagt, ey, entschuldige bitte, ich weiß, das ist voll das nervige Thema, aber ich krieg voll Ärger, wenn die Maske nicht richtig sitzt. Oh ja, ich sag, tut mir leid. So, und dann bist du bei Ikea, da steht so ein Security, ey, setz deine Maske auf. Ich sag, was hast du gesagt? Setz deine Maske auf.
Dann denke ich mir so, Junge, da ist ein Absperrband. Ich sage, das ist aus Papier. Ich sage, ich kann dich doch schlagen, wenn ich will. So. Das verstehe ich nicht, ey. Einfach höflich sein. Höflich und dann passiert einem auch nichts im Leben. Ja, sehe ich auch so. Weil dumme das Thema, seid ihr aggressive Autofahrer? Ja. Oh ja. Ich auch, Alter, ich schwör's euch. Ich bin echt oft ruhig, aber Autofahren ist vorbei, ich weiß auch nicht. Ich habe da extra, Jungs, ich habe da extra, muss ich auch mal ein bisschen beichten, ich habe da extra so ein Programm gemacht, weil ich mich immer so hart aufkriege. So. Also ich habe da echt so ein bisschen an mir gearbeitet und es klappt schon besser. Beim Autofahren ist es zwar immer noch, es kommt dann so leicht hoch, aber dann habe ich da so, ja, so Praktiken, sage ich jetzt mal, dass ich mich da ganz schnell wieder abkriege und dann ist es so in ein, zwei Minuten, es kommt gar nicht so hoch, dass ich so richtig ausraste. Ne? Was hast du da machen müssen, damit es nicht so ausbricht? Ja, das ist so ein bisschen Trigger, also ich weiß nicht, Chris hat ja Psychologie studiert, vielleicht kennt er sich damit ein bisschen aus. Es geht da ein bisschen um Triggerpoints, dass du von Sachen, irgendwelchen Sachen dann getriggert wirst und dann gibt es ja da bestimmte Gedankengänge, die du dann quasi verbildlichst im Kopf oder dir Fragen stellst, die dann innerlich beantwortet, das ist alles so ein bisschen so ein Prozess, dass man da, also das dauert ein bisschen. Und aber ich komme da mittlerweile ganz gut klar, denn also ich war davor, bevor ich das gemacht habe, war ich ganz, ganz schlimm im Auto. Vor allem, ich war ja dann, also wenn ich rausgefahren bin aus der Einfahrt und 100 Meter weiter war schon der Erste, dann hat sich das gezogen, ne? Dann hat keiner was richtig machen können. Was ist, wenn du angehubt wirst oder wenn man von hinten aufblinkt? Das das geht bei mir nicht. Bei mir geht vieles, aber dann ist direkt vorbei, ne? So mit Aussteigen. Ich fahre noch Corsa AMG. Ja, ich bin letztens nach dem Fittix, Fahrenwalder Straße, mitten auf der rechten Spur bin ich angehalten, weil dieser Hund die ganze Zeit aufgeblinkt hat, dieser Schwanz hinter mir. Ehrlich. Mal zusammen Auto fahren. Also letztes Jahr war ich ruhig, aber ich glaube, Torben habe ich Silvester ein paar Autogeschichten erzählt. Ey, da könnte hat schon gereicht, hinter euch herzufahren vom Fitnessstudio. Ganzen Podcast mitfüllen, was ich schon. Vor allen Dingen ist es immer geil, wenn Melissa mitfährt, ne? Sie sagt immer, beruhig dich doch. Oder wenn die dann auf der Autobahn, wenn die von hinten aufblinken, ne? Dann ist schon direkt 180, ne? Ich bin schon 500 Meter rückwärts auf dem Standstreifen gefahren, auf der Autobahn, weil ich einen erwischen wollte. Ja, ohne Scheiß. Sie sagt, fahr doch einfach rüber, lass den doch. Nein, ich lass den nicht, Alter. Ich habe einen mit dem Schlagstock verfolgt. Ich hatte den nicht, sondern der fährt hinter mir und zieht so seinen Schlagstock und wedelt damit, weil er mich anhalten wollte. Ich bremse, weil ich aussteigen wollte, weil ich hätte den mit seinem Schlagstock zusammengeschlagen. Dann haut der ab und dann bin ich dem noch, ich habe den noch 10 Minuten verfolgt, durch Städte, durch Orte, in einem Feldmarkt, in Feldstraßen, weil ich den anhalten wollte. Ne? Eigentlich wollte der, dass ich wahrscheinlich Angst kriege. So. Also Autofahren ist mein rotes Tuch, also früher. Ich will gar nicht davon erzählen, ich habe das eigentlich letztes Jahr richtig gut hingekriegt. Ja, also bei mir war es auch mal so, da hat einer Jenny geschnitten beim Reißverschlussverfahren. Und hat ihr dann einen Stinkefinger gezeigt. Ich war Beifahrer, ne? Oh. So, dann hat er noch uns noch überholt und hier Vogel gezeigt und was weiß ich was. Und ich habe dann nur so gezeigt, so rechts Standstreifen und sowas. Und Jenny die ganze Zeit, du kannst doch das nicht auf der Autobahn auf Standstreifen an, wenn ihr euch schlagt und dann fällt er auf die Autobahn und bla bla bla. Und dann bin ich weiß auch, dann sind wir 3 Abfahrten früher raus in Leverkusen, wir wollten nach Köln. Und dann bist du zu irgendeiner Tanke gefahren, der ist uns dann hinterher und dann bin ich ausgestiegen und dann hat er erstmal so das Gesicht runtergefallen, ne? Weil ich dann ausgestiegen bin. Dann hat er noch gesagt, ich habe hier eine Dashcam und was weiß ich was. Dann habe ich ihm noch darüber aufgeklärt, dass seit einem halben Jahr das nicht mehr verwendet werden darf. Wie hast du das mit ihm zu reden, Alter? Was? Wie hast du das denn hingekriegt, noch mit ihm zu reden? Ja, weil er dann ganz klein war mit Hut. Ach so, okay. Ich habe dann angefangen zu schreien, habe gesagt, ob er behindert ist, aber nicht weiß, was Reißverschlussverfahren ist und dann noch einen Stinkefinger zeigen und bla bla bla. Dann hat er noch irgendwas in so einer Dashcam gelabert. Dann habe ich gesagt, halt die Fresse, das Ding kannst du vor Gericht nicht verwenden. Oder ich schlag's dir gleich kaputt oder was weiß ich was und dann, ja, scheint so ein korrekter Kerl zu sein, es tut mir leid und ja, weißt du, ich schreie ihn an und beleidige ihn und dann, ja, scheint so ein korrekter Kerl zu sein. Ja. Und ich gebe immer die Faust. Ich weiß nicht warum, alle, wenn ich sie angehalten habe, wollen mir die Faust geben, so. Als Vertragen oder irgendwas. Ich denke mir so, warum, was vertragen? Ich sag, überlegst du doch einfach 10 Minuten vorher, bevor man nicht anhält. Also ich bin echt ein ruhiger Vertreter, ihr kennt mich ja auch ein bisschen, aber ich weiß nicht, Autofahren ist. Geil. Nee. Also bitte Leute, hupt nicht und blinkt nicht von hinten auf, bitte. Nee, was ich sagen wollte, weißt du, woran es liegt? Ha? Du hast einen Mercedes, ne? Ja. Ja. Also ich hatte vorher meinen X6, ja. Du hast jetzt einen dicken Mercedes, davor hatte ich einen E63. Seitdem ich Ford Ka fahre, ist es mir völlig Latte. Da hast du das nicht mehr. Oh gut, ich habe auch schon einen verfolgt mit dem Ford Ka. Ja, stimmt. Aber du hast es deutlich weniger. Ja. Du hast es deutlich weniger. Es liegt daran, glaube ich, auch, dass Menschen, wenn du ein dickes Auto fährst,
selbst dann fühlen die sich irgendwie noch von dir angegriffen. So, weißt du, mit meinem Ford Ka, hier, lass mich mal rein, Vorfahrt genommen, so, ach, ist ja egal, das kleine Auto, so, ne, der. Aber wenn du mit meinem X6, ich fahre mit dem Ford Ka mit 60 durch die Ortschaft, wo ich wohne, juckt kein Schwein. Mit dem BMW mit 30 winken die mit dem scheiß Hund. Ich sag, ey, wenn du mir noch einmal winkst, ich sag, weißt du, wie schnell ich gefahren bin? Ich sag, ich bin 30 gefahren. Ich sag, das sieht nur so aus, weil ich ein dickes Auto fahre. Oh ja, entschuldige bitte. Mit dem Ford Ka, Alter, mit 60 dran vorbeigenagelt, juckt keinen. Das liegt an dem Auto. Ich sag, nee, Mann, da hast du recht. Das ist safe ein Faktor. Ja, irgendwie ja. Neid von den Menschen, dass sie dich dann behindert machen müssen, wenn du ein schickes Auto fährst. Ich weiß nicht, aber ich glaube, wir dürfen nicht mehr behindert sagen. Wir wurden dafür ganz schön abgemahnt in den Kommentaren. Du hast Schwuchtel gesagt. Genau, da so eine Schwuchtelhose und behindert. Und haben das in den Kommentaren? Ja. Oh, das tut mir leid, weil das ist so voll bei mir drin. Ja. Aber ich meine damit, ich will ja keine Behinderten damit angreifen und keine Schwuchteln. Das ist halt, du bist halt authentisch und redest so, wie du redest, aber ja, genau. Ich glaube, du hast keine böse Absicht dahinter. Glaube ich, ne? Wer sich daran aufgehält. Muss ich nochmal angesprochen haben, weil es tatsächlich schon in den Kommentaren kam. Okay, dann tut mir leid an alle Behinderten und Schwuchteln. Was du gesagt hast wegen dem Auto, ich glaube, man selbst, das ist aber auch ein anderes Gefühl, was du im Auto hast. Ach so. Ich wollte gerade sagen, wenn ich überhole mit meinem Opel Corsa, ich schaffe so 140, 160 auf der Geraden, wenn es hochkommt, und dann kommt einer von hinten angeheizt und blinkt mir auf, dann gucke ich schon immer, ob ich schnell wegfahren kann, so weil ich ihn verstehe. Ja, weißt du? Genau. Wenn ich jetzt in dem Auto sitzen würde, ich würde es genauso abfacken, aber ich kann einfach nicht schneller, weißt du, so, es tut mir leid. Deswegen, mich triggert das gar nicht, wenn mir einer aufblinkt oder so, ne, also. Ja, nee, das war bei mir schon immer so, aber das ist jetzt schlimmer, ja. Also das ist auf jeden Fall ein psychologischer Faktor, safe. Ja, du musst es ja wissen, ja, als Psychologe. Naja, also ich hatte meine Hauptaspekte, ich glaube, warum es bei mir ruhiger geworden ist, war echt, das war einmal dieses Corona-Ding und Autofahren, das waren so meine Haupttriggerpunkte irgendwie. Ja. Und ich habe es mir versucht, in der ganzen letzten Vorbereitung einfach selber zu sagen, dass man am Endeffekt keine, also du bist ja selber immer der, der eigentlich gearscht ist. Wenn dir einer einen Stinkefinger zeigt, Mann, dann lass den einfach fahren, in 2 Minuten hast du es vergessen. Genau, so verfolgst du den 10 Minuten, keine Ahnung, wie oft ich also nicht oft, aber ich hatte Anzeigenpunkte deswegen gekriegt, muss man sich einen Anwalt nehmen und allen möglichen Scheiß, weil du dann irgendwem hinterherfährst, der dir den Stinkefinger gezeigt hat. Und im Endeffekt kriegt er ja nicht Ärger für den Stinkefinger, sondern du kriegst dann Ärger wegen gefährlichen Eingriff Straßenverkehr und was weiß ich nicht alles. Ne? Also, und das sagt ja mehr über ihn aus als über dich. Eigentlich ja. Ja, und vor allem der ganze Stress, den du dadurch hast. Du hast ja einen mega Stresslevel. Ja. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich mich richtig aufreg, kriege ich Schnappatmung. Also ich bin dann richtig auf 180. Mein Herz. Ja, du kriegst keine Luft mehr direkt. Ja, genau. Ja. Wir haben hier einen richtigen Choleriker-Talk, ne? Ja, ist echt so. Also Kevin, bitte ab jetzt Meditationsmusik, Räucherstäbchen anmachen und dann ja. Entschlüssel doch. Du hast auch einen Opel Corsa? Ja. Und da hatte ich auch. Was? Da ist auch so schlimm? Am Aufregen. Ja, weil die Leute einfach behindert fahren. Na? Oder was meinst du? Ich bin jetzt hier der Beauftragte, ich achte jetzt. Also ich bin dafür, dass wir diese übermäßige Political Correctness hier Scheiße einfach im Podcast sein lassen. Ja. Hier sind wir, Attacke. Wir können ja so eine Behinderten- und Schwuchtelkasse machen. Ja, okay. Das finde ich gut. Ne? Für jedes Wort irgendwie 50 Cent oder so und dann führt einer Strichliste. Okay. Na gut. Ab jetzt. Torben ist Lehrer, der kann Strichlisten führen. Ja, okay. Also, was soll ich sagen? Euro, also, wenn einer richtig scheiße fährt, und vor allem, du musst dir vorstellen, wenn du in Deutschland irgendwo Leute finden willst, die scheiße Auto fahren, dann komm nach Unna. Okay. Weil in Unna, da wohnen nur alte Leute und Familien. So kommt es mir zumindest vor. Oder wenn Schulferien sind, Autofahren auf der Autobahn. Immer, wenn einer scheiße fährt, hat er das Kennzeichen UN. Immer. Und das ist furchtbar hier. Also das ist wirklich, also ich war ja schon in einigen Städten, ich habe in München gewohnt, ich habe in Köln gewohnt. In Köln, da ist es, das ist die Stadt der Raser. Also da komme ich ganz gut zurecht eigentlich. So in Köln Autofahren, das mache ich ganz gut, also mache ich ganz gern. Aber wie gesagt, in Unna. Und dann kotzt mir das halt so an, wenn ich gerade eh schon, also ich habe einen durchgetakteten Tag. Und wenn ich mir dann denke, oh, jetzt die 10 Minuten oder 5 Minuten, wenn ich schneller darf, dann kann ich das und das noch erledigen oder bla bla bla. Und dann ist da einer, dann ist 50 und der fährt einfach 30. Und ich denke mir, warum? Warum? Und du kannst dich überholen, du kannst nichts machen. Und ich denke mir nur,
bist du jetzt einfach nur aufgestanden, um hier langsam zu fahren? Oder was machst du hier so? Ne? Weil denkst du, du kommst jetzt in den Himmel, weil du jetzt so besonders langsam fährst? Das sind dann die Deutschen, die denken, oh, jetzt, ich bin jetzt ein richtig guter Deutscher, ich fahre ganz schön langsam. So. Ich war ganz brav. Richtig gut. Ach, nee. Ey, können wir mal ein YouTube-Video drehen, wie Kevin eine Fahrstunde mit dem Fahrlehrer macht? Ja, voll geil. Bitte. Nur nach Vorschrift. Was? Eine Stadtfahrt. Stadtfahrt nach Vorschrift oder was? Bitte. Ja. Wir holen einfach noch ein Fake-Leute. Ist hier ein Fahrlehrer unter der Community? Wenn hier ein Fahrlehrer ist, am besten aus dem Raum, wo kommst du her, Kevin? Ja, Dortmund. Hast du gehört? Ja. Dortmund, Unna. Aus dem Raum, meldet euch bitte, das wäre ein Highlight. Ey, das wäre echt geil. Ohne Scheiße, geil. Das wäre mega witzig. Ein YouTube-Video mit so einem Fahrlehrer und Kevin muss nochmal in eine Fahrschule. Ich vergesse dann auch mal mein U-Programm nochmal, ne? Okay. Ich kann auch schimpfen auf Bayerisch. Das ist noch lustiger. Ja, ja, du machst, wonach dir ist. Nicht, sonst kommen 50 Cent hier in die Kasse. Ja, was? Sag die beiden bösen Wörter nicht, sonst kommen 50 Cent in die Kasse. Ja. Habe ich wieder was gesagt? Nee, alles gut. Aufgepasst. Dann im Video. Das läuft jetzt, wird nur gepiepst. Das läuft jetzt global, auch im Alltag. Das wird teuer. Ich will euch nicht verbiegen, Leute. Nein. Aber so halbwegs versteht man es. Aber ich glaube, man sagt es ja nicht, weil man wirklich was gegen die Person hat. Das ist einfach so. Nein, das ist so eine, von früher. Das ist so eine Rosinenpickerei, Alter. Jeder weiß, dass wenn du sagst, ist dir behindert oder was, dass du nicht meinst, dass du nicht Behinderte damit beleidigst. Jeder weiß das. Und ja, das nur jemand, der dann wieder irgendwie Aufmerksamkeit sucht, der versucht, das dann wieder irgendwie in Licht zu ziehen und sich, was sagt der denn? Weißt du, so ein Bullshit, Alter. Genauso wie Schwuchtel. Mein Gott, ich beleidige das Schwuchtel. Ist halt so. Ey, wartet. Ich hab einen Follower, ich weiß nicht, ob ihr den auch kennt. Der ist tatsächlich eingeschränkt, also er sitzt im Rollstuhl, ne? Boah, schlauer Mensch hier, direkt eingeschränkt gesagt, sehr gut. Ja, warte. Aber sein Profil, also der nimmt das als Witz selber auf. Sein Profil heißt, trainier dich behindert. Geil. Also ja, ich glaube auch, dass die meisten, die sowas sind, ich glaube nicht, dass jetzt ein Eingeschränkter und ein Homosexueller sich beschwert haben, dass wir diese Wörter gesagt haben, sondern dass wahrscheinlich irgendwelche Menschen sind, die nichts Besseres zu tun haben in ihrem Leben. Glaube ich auch. Ich habe voll viele homosexuelle Follower. Die wollen zwar irgendwie immer was von mir kaufen, aber die sind. Bodybuilder so an sich. Ich wollte gerade sagen, nicht nur du. Ja, und solange sie das Experiment. Ich auch mit denen, ne? Ey, solange sie bei Skype bezahlen, wenn du dich ausziehst, alles gut. Genau. Gab es nicht dieses Experiment, wo sich ein Amerikaner als Mexikaner vergleicht hat? Also mit Sombrero und Rasseln in der Hand und sich vor den Supermarkt gestellt mit so einem Fake-Bart und die Amerikaner ihn angesprochen haben, dass es gerade ziemlich. Offensive sei, dass er die ja ganz schön da jetzt durch Kakao zieht, bla bla. Und er hat dann dasselbe in Mexiko durchgezogen und die Mexikaner haben es gefeiert. Ja. Hat er sich da als Amerikaner verkleidet? Nee, als Mexikaner wieder. Und da hat er die gefragt, ob das die irgendwie stört, ob die sich jetzt irgendwie verarscht fühlen. Die meinten, nee, finden sie witzig. Mexiko ja. Sind die eh voll locker. Ja. Also das meine ich ja so, ne? Ich meine, so einer, der im Rollstuhl sitzt, der weiß, wie er damit umzugehen hat und der weiß selber, dass das Leben hart genug ist, wenn man sich dann auch noch nicht über sich selbst irgendwie lustig macht. Also ich glaube, das sind die, im wenigsten Fall sind solche Menschen, die sich angesprochen fühlen durch solche komischen Wörter, die wir jetzt hier aus dem einfach weil man nicht überlegt oder so, oder weil man das halt gängig benutzt, einfach gesagt haben. Ich bin doch aufgewachsen, hast du das früher so gesagt? Ja. Ja, und jeder geht mit dem Thema irgendwie anders um. Bei der heutigen Gesellschaft kannst du nur noch verlieren, wenn du es ansprichst. Du wirst nur gecancelt, egal was du machst. Deswegen Thema weiter. Ja. Ja, noch eine Frage und dann irgendwann mal Feierabend, oder? Ja, ich habe auch nicht mehr so viele Meinungen zu GDAs. Ab wann und ab wie viel Kohlenhydrate pro Mahlzeit? Frag mal Kevin. Ja, GDA halte ich für sehr sinnvoll, ja. Kannst du nochmal die zweite oder dritte Folge von dieser Massenkonferenz? Die heißt, glaube ich, sogar GDA. Also guck dir die nochmal an. Nee, ich habe da meine Meinung wirklich dazu geändert. Wobei ich immer noch der Meinung bin, dass wenn du ein Mäuschen bist, das 300 Gramm Kohlenhydrate frisst, brauchst du das nicht unbedingt GDA, dann kannst du das Geld sparen. Aber wenn du wirklich 6-7 Mahlzeiten am Tag isst mit einem relativ stattlichen Kohlenhydratanteil, dann kannst du das auf jeden Fall verwenden.
Ja, aber ich kenne auch, Leute, die haben einfach einen perfekten Blutzucker und nehmen gar nichts. Also ich würde es wirklich mal gesagt haben, ne? Also um das jetzt ganz korrekt zu beantworten, sage ich, messe deinen Blutzucker eine Stunde nach der Mahlzeit, wenn er optimal sinkt. Also das kann man sich an so Tabellen anschauen, wie der Blutzucker sich optimal verhalten soll. Und dann, also habe ich jetzt nicht im Kopf, leider. Und wenn der optimal ist, ohne das GDA, würde ich sagen, brauchst du auch kein GDA, wenn du jetzt morgens einen Blutzucker von 80 hast oder von 85 bis 90, sage ich jetzt mal, auch nicht unbedingt GDA nötig, wenn er dann schon auch nüchtern über die 100 geht und auch nach den Mahlzeiten nicht schnell runterkommt, dann würde ich vielleicht mal drüber nachdenken, dir sowas anzuschaffen. Okay. So, Leute, ich glaube, wir packen es, oder? Ja. Wir müssen noch Fragen, die würden noch ewig dauern und ich hätte einen langen Tag. Danke euch für eure Zeit. Danke fürs Vorbeikommen. Es war eine super witzige Runde. Ich danke euch, liebe Bildungselite, fürs Zuhören. Und wie immer gilt, bildet euch breiter, lasst Liebe da, folgt den Leuten. Abonniert, danke erstmal für die Abos. Dom hat die 1000 geknackt. Ingo, du schon? Nee, ich glaube nicht. Nee. Also abonniert Ingo bitte nochmal, bitte, wenn ihr es gehört habt. Und ja, Chris Kall hat sowieso schon über 1000. Aber du fängst auch bald mit YouTube an, oder? Chris Kall hat auch gar kein YouTube, ne? Ich hab vor anderthalb Jahren das letzte Mal YouTube gemacht. Ich fange jetzt wieder an. In der nächsten Zeit fange ich an. Wieder mit also YouTube. Haltet die Augen offen, abonniert ihn auch. Kevin, machst du YouTube? Wird Zeit, ich will Reactions von Kevin sehen. Und fahrt vorsichtig. Genau. Sehr gut, Chris. Fahrt vorsichtig, bildet euch breiter und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.